Freunde, nur noch 34 Sekunden. Einen wunderschönen guten Morgen. Was geht ab? Es ist Dönerfreitag. So ist Hallo. Es. Hallo. Kennt man. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nadine. Warum faucht Nadine mich an? Ich weiß auch nicht, warum sie gefaucht hat. Ich fauch zurück. Ich hab Vogel, ja. Da ist Flo. Ah, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Achtung, wir schalten Sie live auf Slot 3 in 3. Ich verstehe. Ich habe gelogen, er ist live. Na? Was geht? Animagos, dankeschön. Du hast es geschafft. Hallo und einen wunderschönen. Hi, jetzt. Hallo. Na? Oder? Ja, du bist da. Nee. Ich höre dich. Ike? Ja. 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 Hi. Und, nee. Und sonst so? Was geht, Freunde? Erstmal herzlich willkommen zur Morning Show. Heute ja. Mit einem kleinen Kebab-Special. Wir machen, Kebab! Wir ja, machen. Wie kam es eigentlich dazu, jetzt hier am frühen Morgen arbeiten? Ja, wir haben gestern überlegt, können wir, weil. Können wir doch als Influencer gar nicht. Ja, krass, ne? Entschuldigt, dass ich zwischendurch ein bisschen mal ins Brötchen beiße. Naja, aber auch noch nicht gefrühstückt. Ich werde heute sonst nicht zum Essen kommen. Ah, ich schon. Aber ich fand voll schön, wie Anne reingekommen ist. Hat Anne das auch gemacht oder hat sie es nur reingetragen? Nein, sie hat das gemacht. Ah, okay. Anne hat mir Frühstück gemacht und hergebracht. Das Weil ich glaube, Olli war da auf Klo und dann kam Anne rein. Auch noch gerade im Aufwachlook. Ja. Und ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen erschrocken, dass ich schon da war. Möglicherweise, ja. Was ihr nicht wisst, zu dem Zeitpunkt war Paul noch im Zimmer bei Olli. Ja. Ich stand da hinten in der Ecke. Hm. Ach, wenn man ja, Stories repostet, geht der Countdown immer nicht mit. Das ist ja so dumm. Ja. Den muss man, ich leg den immer neu drüber dann. Ja. Guten Morgen, alle. Das, ich finde es auch total schade, dass die Links nicht mit, also dass man wirklich all diese Elemente immer neu machen muss. Ja, ist wirklich super sad. Das nervt, glaube ich, aber auch jeden, der Instagram benutzt. Ja, ich Geburtstag, Urlaub und Morningshow. Lima, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir freuen uns sehr. Was? Nein. Hey. Oh. Tatsächlich singt das Victoria gerade so gerne und echt, wir haben das heute Morgen, ich weiß nicht. Mal gesungen. Mehr. Jeder hatte Geburtstag. Baggio Bear, dankeschön. 5 verschenkte Subs. Geil, dankeschön. Habt ihr gut geschlafen? Habt ihr Hut geschlafen? Ja, ich hab mit Hut geschlafen. Sieht man an der kleinen Powerlocke hier. Ja, kurz war's, Freunde. Wir waren ja in den, wir waren ja vor 9 Stunden noch live. Haben ein bisschen länger gespielt. War auch insane witzig gestern. Ich war. Hatte ich gepackt, ne? Ich bin ja sowieso für mich, die Final Fantasy VII Remake war ja sowieso für mich das beste Rollenspiel in den letzten, weiß ich nicht, gefühlt 15 Jahren. Und jetzt halt der nächste Teil, der genauso fantastisch ist. Ich hatte gestern so viel Spaß mit den Leuten bei der Parade, bei der Juno-Parade. Das ist auch so lustig. Das ist wirklich insane witzig, was die da so ins Spiel reingepackt haben. Wir haben uns wirklich gestern echt totgelacht drüber. War echt gut. Luke der Eder hat noch gar nicht geschlafen, auch gut. Und La Luca immer noch Fieberschübe. Mann, das geht schon so lange. Ey, ja. Weiterhin gute Besserung. Bitte, Freunde, werdet gesund. Gianluca, ja. Dankeschön. Dankeschön auch an Einbäcker Maibock. 33 Monate. Es kam aus dem Lurk. 31 Monate, das stimmt. Geiler es kam Name aus dem Lurk auch. Und es zappte. Also wir müssen kurz eine Sache festlegen, Olli. Ja. Und Flo. Was ich gerade eben, ich habe zum ersten Mal auf diese Multiplayer-Funktion geklickt. Ich könnte euch jetzt auch in mein Restaurant holen, ganz weit. Oder wir fangen ganz von vorne an. Ich glaube persönlich, von vorne anfangen ist besser und lustiger. Aber ich wollte, nur weil ich es gerade erst selber erfahren habe, zumindest die Option in den Raum geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das alles total egal ist. Ich bin Pascal, ich mache das hier alles nur so lange, bis mein Deutschrap-Karriere richtig angelaufen ist. Okay, du hast schon eine Rolle, alles klar. Okay, warte. Wichtige Frage, ganz wichtige Frage. Roleplayen wir das. Genau, roleplayen wir jetzt.
Paul ist Chef. Paul ist Chef. Ich schreie einfach nur rum. Okay, weil wenn wir das Roleplayen, muss ich jetzt in eine Rolle rein. Dann bin ich... Wer bin ich? Ich will jetzt auch nicht sagen, was man mir ankreien könnte. Paul ist nur Chef, okay. Bin ja schon mal rein. Was macht Olli? Wenn Olli sowas sagt wie, ich will ja jetzt nicht sagen, was man mir ankreien könnte, dann ist das Nächste, was Olli normalerweise sagt, sowas wie, okay, ich bin Kevin und bin Spast. Ja. Ich sage, ich wäre gern Murat. Nee, das machen wir nicht. Nee, sei mal lieber Mustafa. Sei mal nicht Murat oder Mustafa. Sei mal bitte sowas wie Philipp oder Kevin, Alter. Ey, ich bin der Kölner. Ja. Ich hab geil, gestern... Olli. Weißt du was? Du, wenn du halb Grieche wärst, dürftest du auch das N-Wort sagen, oder was? Ich habe übrigens, weil du es gerade sagst... Warte ganz kurz, jetzt verwirre ich Olli komplett. Chat, wer hat den verstanden? Eins in den Chat. Ich habe genau passend dazu, ich hatte gestern Abend plötzlich Bock auf Harold und Kumar. Ja. Und ich habe Harold und Kumar 1, weil es den bei Prime gibt, da habe ich geguckt. Und Alter, ist das wieder so ein Film, den man heute nicht machen könnte. So. Nee, machen nicht, gucken ja. Gucken definitiv, auch wirklich und genau diese Szene, wie er im Gefängnis mit der Fake-Schießerei und sie dann irgendeinen Schwarzen aus dem Bett holen und sagen, er war's. Das ist so wild, Alter. Das ist so wild. Ah. Ja, ja. So war das damals. Ja, ja. Ist halt wirklich so. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich habe soweit alles vorbereitet. Kartenauswahl können wir tatsächlich nur die Nachbarschaft wählen. Ja, ja. Du bist ja... Und wir sind im Sandbox-Modus. Da gibt es auch noch nichts anderes im Multiplayer. Aber das ist okay. Ich glaube, das ist ja genau das, was wir brauchen, oder? Luga, dankeschön. Ich kann Tutorial, Anleitung, Einführung kann ich an- oder ausstellen für das Spiel. Das macht Paul. Ja, aus. Braucht keiner. Okay. Ich schau mal kurz rüber. Ja. Sieht gut aus. Paul, du, kennst das Overlay schon. Wo platziere ich die Kameras am besten? Ja, meine rechts. Mhm. So, ich mache es mal ein bisschen kleiner. Da nach oben. Ich glaube, hier ist gut, oder? Ja, doch, das sieht gut aus. Nehmen wir es. John Cena, dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe, Berlin war schön. Apropos, ich hoffe, Berlin war schön. Den muss ich noch. Habt ihr es mitgekriegt, dass im Volkspark Prenzlauer Berg sie einen menschlichen Oberschenkel gefunden haben? What? Habe ich gelesen heute Morgen. Wie alt? Noch halt frisch. Das wissen sie noch nicht, das ist noch nicht bestätigt worden, aber ich habe mich totgelacht bei der Art, also du hast ja zwei Möglichkeiten, wie du es ausdrückst. Entweder sagst du, da ist ein menschlicher Oberschenkel. Oder du machst es wie die Berliner Zeitung und schreibst ein menschlicher Oberschenkelknochen mit Fleisch dran. Das war auch einfach so, hä? Das kann aber auch viel heißen, ne? Ja, sie haben das ganze Ding abgesperrt, mit 120 Beamten nach Spuren gesucht, haben sonst nichts weiter gefunden. Und mein persönlicher Top-Kommentar ist, meint ihr, dadurch werden die Mieten in der Gegend günstiger? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich hab mich so tot gegangen. Nur das Klientel Berliner ändert sich. Ja. Wow. Aber wenn die das absperren und so, dann wird das schon ein bisschen wilder sein, ne? Krasse Sache. Berlin, Alter. Olli, ich glaube, es geht nur mit Einladen, ne? Weil wenn ich in Multiplayer gehe... Ich schau mal ganz kurz rein, ja? Ja. Zack. Wir testen das erstmal. Spieler stellen Servername, Passwort. Okay. Dönerkuppel auf jeden Fall. Maximale Spielanzahl 3.
Nur eingeladene Gästespieler? Ja. Passwort? Brauchen wir dann ja nicht. Ich muss euch hier einladen. Right? Gehe ich von aus, ja. Okay, ich muss mir gerade einen Charakter erstellen. Und das, was ich angeboten bekomme, ist quasi schon ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist immer so. Der Default-Charakter ist Olli. Ich brauche mehr Arme. So. Ich brauche mehr Arme. Du brauchst vor allen Dingen mehr Booty, Alter. Booty musst du volle Kanne geben. Der geht ja nur spitz raus. Was denn das? Ja, aber Booty. Ich twerk ein bisschen. Oh Mann, ey. Meine Schwester ist am 1.5. in Berlin auf dem Usher-Konzert. Ich wusste nicht mal, gibt der noch Konzerte? Bisschen weniger, so ist gut. Anscheinend schon. Die Haarfarbe muss ich ein bisschen dunkler machen vielleicht. Oh wei. Ah ja, vielleicht nehme ich die 8. Olli, was gibst du denn Dune 2 für eine Bewertung von 1 bis 10? Ich bin ja schon bei einer soliden 9. Ja. Ich würde mich wahrscheinlich bei einer 8,5 bis 9 anschließen. Denke ich. Okay. Warum steht Bärte keiner da, aber Schnurrbart 1? Weil es gibt unten und oben ist. Es gibt verschiedene Schnurrbärte. Mhm. Na, der ist ja eher das hier, oder? Nehmen wir den. So, na, da haben wir es schon. Die Nase ist ein bisschen weird. Was ist das für eine Nase, Alter? Ach, oh mein Gott. Oh mein Gott, du kannst die Nase einfach gigantisch groß machen. Ja. Du kannst es ganz weird machen. Wild, okay, aber jetzt machen wir nicht zu viel hier. Volle Lippen. So. Okay, Kleider. Jetzt muss ich mir aber noch schnell was anziehen hier. So eine Chefjacke oder? Okay. What? Ich hab meine Frage, kann ich irgendwas gerade machen? Außer. Nee, warten? Wir können. Ich muss, warten, ich muss euch einladen, sobald ich euch. Ich will eine weiße Kochjacke auf jeden Fall. Oder? Oder, Jungs, Outfit? Wollen wir ein gemeinsames Outfit? Ist mir egal. Oh, Bruder, ich fühle. Ja. Ich finde schon, du solltest diese texanische Schnalle haben. Und das Skater-Shirt. Was ist das? Zerrissen, das Shirt? Oder was ist mit dem? Ja. Nein, das ist Bacon. Guten Morgen, Rebecca. Guten Morgen, Schnuffelchen. Können wir das machen? What the fuck? Nee, komm, wir nehmen die Kochjacke, oder? Oder? Meinst du, nee, komm, wir nehmen hier so. Welches Team sind wir? Oh, das ist geil hier, oder? Das Tanktop, das Army-Tanktop, nehmen wir das? Wir nehmen nicht alle das gleiche Outfit, Olli. Achso, okay. Ich bin dagegen. Ich möchte. Okay, aber das bin ich. Ich möchte individuell sein. Ja, das bist du. Und hier die geilen Snake-Leather-Boots auf jeden Fall. Die müssen sein. Ja, das bin ich. Okay, alles klar. Ich drück mal jetzt vollständig. Frostmail, Dankeschön für 43 Monate. Paulzer, eingeladen. Le Floyd, eingeladen. Ihr müsst eine Einladung bekommen haben. Jo. Ich bin drin. Ich kann. Ja, Paul ist ready. Sehr nice. Flo, hast du was bekommen? Ja. Flo hat auch gerade das Spiel gestartet, wie die Kamera verraten hat. Was? Bei nee, mir schon, hakelt die Kamera ich... auch ein bisschen, wenn das Spiel startet. Achso, nee, da bin ich. Modek, Dankeschön für 40 Monate. Mashed Potatoes, Dankeschön für 31. Und Sounds Like Me. Danke für 25 Monate. Wir wünschen dir auch einen wunderschönen guten Morgen und liebe Grüße an deine Arbeit zurück. Oh. Aber wenn die Arbeit uns grüßt. Oh, das Glas lasse ich mal offen. So. Ihr seid drin. Wunderbar. Ich habe ready gedrückt. Müssen wir vorher noch irgendwas erklären? Paul? Wir machen Döner. Okay.
Nein, machen wir, also wir fangen, glaube ich, gar nicht mit Döner an, sondern wir können erstmal nur normales Fleisch machen. Mhm. Mauritius, Dankeschön. Und The 13 Teddy Killer, auch Dankeschön. Und für The Playful Draki, das ist zumindest bei Twitch so, dass es eine gemeinsame Stream-Funktion gibt, dann kriegst du einen Link, also eine Browserquelle, die du per OBS mit der Funktion Browser einfügen kannst und dann hast du das Bild des anderen. Und den Ton. Mhm. So. Flo, du musst noch einmal ready drücken, dann können wir loslegen. Ich kann nicht ready drücken, weil ich nur noch Charakter bauen muss. Ah, sorry, ja. Okay. Let's go. Ach, du musst Charakter, du hattest jetzt Charakter bauen? Ja. Ich hab das nicht bekommen, dann nimmt er wahrscheinlich meinen anderen Charakter, den ich im Einzelspieler gemacht habe, okay. Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich einen schon. Ich wusste nicht, dass man nur einen machen kann. Kylie, 55 Monate. Weiß ich nie, warum ich das so gesagt habe. Weiß ich auch nicht. Du bist Batman. Weiß ich nie. Geil, es gibt die Brille von Dr. Eggman, Alter. Ja, let's go, Alter. Was zur Hölle? Die Charaktererstellung ist schon Premium. Ja, Mann. Ich bin wild. Find's auch wieder, ist wieder ein sehr gelungenes Early Access Spiel. Für nichts haben sie sich so viel Mühe gegeben wie für Brillen, Alter. Nele fragt, alter Flo, wie alt ist denn das Profilbild auf Steam? Gute Frage. Bei mir? Mhm. Weiß ich nicht. Mit den Mobs? Alt. Ja. Meins auch. Meins auch, aber da... Ich glaube, ich habe auf Steam mittlerweile dieses Badge 20 Dienstjahre. 20 hast du? Ich glaube, mal gucken. Ich hatte ja so einen richtig geilen Steam-Account noch mit einer sehr kurzen Nummer, weil ich sehr early am Start war. Der wurde mir hart weggehackt. 19 Dienstjahre. My bad, nicht 20. 20 kommt noch. Das ist sehr, sehr traurig. In der Tat. Wo macht man denn den Bart weg? Es gibt zwei. Ja, es gibt Bart und Schnurrbart oder sowas. Die sind direkt übereinander. Mit dem habe ich nur 15 Dienste. Aber wenn man keiner auswählt, ist da ein Bart. Es gibt Bärte und Schnurrbärte. Ach so, lol, what? Okay, habe ich nicht geschnallt. Okay. Ich habe Leute in meiner. Ich bin 19 Dienstjahre. Man kann sich Hitler bauen. Okay. Ich habe 19 Dienstjahre, bin Level 14 auf Steam. Ich habe einen Freund, der ist 170. Level 170? Ja, es gibt so viele. Wenn du zockst, dann kriegst du da auch Level. Wild. Ari mit Y. Du kannst mal eine Initiativbewerbung machen. Aber ich kann dir sagen, aktuell suchen wir nicht. Das heißt, wunder dich nicht, falls da nichts kommt. Also das machen einige und es kann sein, dass plötzlich eine Situation sich auftut, dass es super reinpasst. Aber aktuell muss ich eher sagen, suchen wir nicht nach PraktikantInnen. Aber you never know. Manchmal geht es dann auch schnell. Also deswegen, also lieber einmal die Initiativbewerbung rübergeschickt und wenn wir es brauchen, melden wir uns. Muss ich die nochmal einladen? Weiß ich nicht. Ich mach mal. Wer macht bei euch HR? Macht das einer von euch oder habt ihr da jemanden? So groß ist unsere Firma dann doch nicht, dass wir eine HR-Abteilung hätten. Wir haben Leute, die machen HR und also wir besprechen natürlich gemeinsam, mit wem wir arbeiten wollen. Das ist ganz klar. Und ansonsten? Nadine und ich. Machen jetzt so, wenn Urlaubsanträge, ne, Buchhaltung, Abrechnung, so der ganze Krempel. Aber Chefs sind wir am Ende alle. Also hier. Manche mehr, manche weniger. Aber gut, HR ist ja
Ich weiß gar nicht, was den Bereich HR am Ende abdeckt. Das ist ja eigentlich, was kenne ich wirklich nur aus sehr großen Firmen, wo es dann wirklich auch Aufgaben dafür ganz explizit gibt. Aber ich glaube, da müssen noch 10 Mitarbeiter ran, dass wir eine HR-Abteilung brauchen. Ich glaube, ich würde... Du bist wieder gegangen, Flo. Hm? Nee. Doch. Du bist wieder da, Flo. Ja. Siehst du? So, ich drück mal Start. Hey, musst du auch Ready drücken? Oh, ich bin so aufgeregt. Wir haben alle in einem Bett geschlafen, glaube ich, ist beim Multiplayer so. Also wir hatten schon hart Sex jetzt gerade. Bevor es reingeht in unseren Laden. Mir ist noch Loading. Ja, bei mir auch. Ja, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass wir alle in einem Bett aufwachen. So unsägliche Musikloop geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich hoffe, der bleibt nicht. Ich habe keinen Musikloop. Okay. Es ist jetzt wieder so ein Spiel, was im Early Access ist, was, wo nur du Fehler hast, wie bei Barworld, Olli. Nee, ich habe die ganze Zeit diese Musik und ich denke so, oh bitte, irgendeine andere Tone hör mal. Habt ihr die beide? Ich hab die nicht. Nee, aber es kann auch sein, dass ich bei mir die Musik ausgemacht habe. Ja. Ja, lädt immer noch. Bei euch auch? Ja. Ja. Übrigens auch ein Spitzenspiel ist, was man zu dritt spielen kann, ist Nightingale. Ist das so? Hat das auch Multiplayer? Ja, es ist Survival, wie die meisten. Ich habe keine Ahnung. Also ich dachte, dass, also ich habe bei Flo gesehen, aber ich habe halt nie geguckt, ob da Multiplayer ist oder nicht. Das lädt aber ganz schön lange. Ja, schon, ne? Normalerweise lädt das nicht so lange, oder? Nein. Okay. Interessant auch. Also ich höre nur Autos vorbeifahren. Ja, ich auch. Das beunruhigt mich ein ich bisschen. Hab ich habe noch Musik. Ich habe keine Musik. Ich höre Autos. Ich habe aber mittlerweile auch keine Rückmeldung. Nee, habe ich nicht, glaube ich. Okay. Na, aber wenn der Host keine Rückmeldung hat, dann haben dann, wir ein Problem, ja. Glaube ich. Okay, warte mal. Ich mache mal ganz kurz. Okay. Reagiert nicht. Ich mache mal Programm schließen. Nice. We'll be back in a second. Ich mache hier einen Taskmanager auf und guck mal, aber... Oh, das ist super early. Theoretisch. Bei mir ist das Spiel an sich auch da, aber ich gehe jetzt auch mal raus, ne? Ja. Ich würde sagen, ich breche das dann auch mal ab. So. Olli. Ich starte gerade neu. Made with Unity. Naja. Das ist ja schon mal ein Scheißladen hier, den du da aufgebaut hast. Muss ich auch sagen. So. Aber immerhin habe ich schon 17 Minuten Spielzeit, also von daher. Ja, das ist ja schon mal was. Nur in Charakteranstellung und Loading Screen. Ja. Finde ich gut. Second Sun, danke für 33 Monate. Oh, guck mal da, Fade Reaver. Nach Jahren mal wieder Joghurt mit der Ecke gekauft und schwer enttäuscht worden. Also zwei Sachen dazu. A, ich hoffe, wir haben dich nicht durch unser ganzes Domo-Gequatsche geinfluenced. Und B, dann beschwer dich bei Domo. Und B, finde ich auch gut. Ihr seid wieder eingeladen? Ich bin schon drin in dir. Geil. Ich sehe uns ja auch ganz ehrlich gesagt bei einer Runde Sons of the Forest. Nee. Hat er gesehen, dass das jetzt in 1.0 released ist? Nee. Ja, habe ich, aber ich mochte es schon damals nicht. Illedile, danke schön. Nicht mein Setting. So, alle ready? Ich drücke Start. Let's see what happens. Also dann würde ich Musik ist weg. Gesellschafter-Veto aussprechen und sagen, wenn, dann spielen wir Nightingale, wenn du Bock auf Survival hast. Wir sind aber drin, ja. Wir sind drin. Sons of the Forest tut mir näher an. Oh Gott, die Mausempfindlichkeit. Wait a second. Ich habe eine Frage. Sind wir gerade alle aus dem... Digga, bist du groß? Yeah. What the? Warum bist du so groß? Wer denn? Du! Du! Keine Ahnung. Weil ich groß drei ist Meter, bei dir? Achso, du standst noch auf dem Bett deswegen. Ich bin zu groß und bestimmt einfach. Sind wir gerade alle drei aus einem Bett aufgestanden? Ja, ich eigentlich? Hab doch gesagt, sexy time. Die Sache ist, und ich finde es traurig, ich bin ja jetzt, ich habe ja schon, weiß nicht, ich glaube 20 Tage oder so. Und
Ich durfte nicht einmal duschen in diesen 20 Tagen. Glaub, wie du aussiehst, Alter. Geil, guck mal, wenn du kurz dich duckst, dann ist das wie so eine japanische Verbeugung einfach. Ja, müssen wir jetzt immer machen, wenn wir Paul sehen. Hört. Hört. Sehr gut. So, Freunde, ich zeige euch mal die Hood. Warum bin ich plötzlich, bin in die Toilette und bin plötzlich vor der Tür. Okay, ja, ich auch, ich bin plötzlich draußen. Okay. Anscheinend ist es, also hier ist Bar, da gehen wir jetzt nicht rein. Warum nicht? Olli, weil alles teuer ist und wir brauchen das Geld. Wir haben ein gemeinsames Konto. Erstmal Bier, oder? Nein. So, was gibt's denn Schönes? Bier, Whisky, Pilsner. Kostet alle der gleiche. Ja, ja, 250 Packen. Erstmal ein Champi, ne? Oh, Leute. Komm, Paul, anstoßen erstmal auf die gemeinsame Öffnung. Komm, hol den Champi hier. Wir haben noch nicht mal den Laden. So, F-Drink halten. Kommt, stellt euch einen Kreis auf. Okay, so. Freunde. Ich würde sagen, auf einen erfolgreichen Laden diesen. Tschüss. Tschüss. Digga, wie lange er trinkt? Wie trinke ich? F-Drink. Oh, lol, ich bin besoffen. Ja, ich auch. Geil. Digga, wie lange trinkt er in diesem einen Glas? Das ist ja super anstrengend. Oh Gott. Wait a second. Jungs. Wenn man aufhört, ist das Glas noch da. Ihr könnt es werfen. Werft das Glas weg jetzt. Dann habt ihr nicht ausgetrunken, ja, wenn ihr es werfen könnt. Erstmal randalieren. Aber ich kann es doch wieder aufheben. Erstmal schön randaliert. Alter, ich muss es schon, ich muss es nochmal austrinken. Lass es ein, nimm's einfach mit. Mach ich auch. Die ganze Zeit während der Arbeit nur saufen, so sehr gut. Wie beim. Wie heißt dieses Snob-Ding? Hier, das mit den Muschi-Ahornblättern auf dem Klo. Wie heißt der Laden nochmal? Das Ritz? Das. Nein! Nicht das Ritz, das Grill Royal. Das. Nein! Was? Das Ding, wo du da auch, Mann, wo die immer abhauen aus der Bar oben in dieses Stundenzimmer mit den Nutten. Sylt. Wie heißt denn das Kackteil? Ach so, das Artemis? Sylt. Nein! Digga, das okay, dann. Wo das oben da diese Dachterrasse ist und so, wo man immer nur mit geladenen Gästen reinkommt. Ist das unser Laden hier? Das ist unser Laden, ja. Was? Ich habe keine Ahnung. Soho-Haus, danke. Ach so. Ho. Um Gottes Willen. Hier müssen wir rein? Warte, hier müssen wir rein. Wir brechen einfach ein, ja? Nee, normalerweise im Einzelplayer übergibt uns unser Vater den Laden. Okay. So. Jetzt ist wichtig, wir fangen an und müssen erstmal sauber machen. Ja, warte mal, können wir erstmal aufmachen? Ich kann, nein. Was sauber macht, mach nicht sauber. Ich habe hier gleich gegrilltes Fleisch, Junge. Oh, was haben Sie für mich? Was ist heute im Angebot? Wo siehst du mich? Ich box dich. Freunde, wir räumen erstmal auf. Wir putzen jetzt erstmal. So, erstmal, ich habe direkt einen Müllbeutel. Erstmal muss hier der Laden auf. Danke. Ja, wir machen Kette. Ich bin kurz im Bad, komm bitte nicht rein. Okay, warte, ich komm rein. Na, bist du dumm, Alter? Ich hab mein Ding in der Hand. Ah! Digga, was denn? Moment! Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass diese Zelle sehr sass ist. Ja, durchaus. Sie ist auf jeden Fall zum Leute schlachten. Ja. What the heck, Alter? Okay, Krass, hier ist ja schon sauber. Ja, wir haben schnell aufgeräumt. Ja, habt ihr. Guck mal, war wie im echten Leben. Einer räumt auf, zwei verstecken sich auf Toilette. Oh, tschüss, Messerkampf. Was, wo? Oh, komm her. Geht gar nicht. Doch, ich kann's werfen. Okay, komm, wir legen den Messer mal zurück. Ja, wo ist der Tisch hin? Ich hab das Gefühl, oh, Paul, was tust du? Paul dekoriert um, aber das ist nicht, das ist ein bisschen eng, finde ich, oder? Nein. Du hast gar keine Ahnung, wie viele Leute kommen. Okay. Flo, hör auf, die Frauen zu baggern. Ich bewerf die mit dem Messer. Das ist schon mal, läuft schon mal gut hier. Okay, kurze Einweisung. Wir haben ein Radio. Ich mach mal die Mucke aus, die nervt mich. So. Was, Radio? So. Spiel einen von meinen Tracks. Okay, warte. Der ist nicht? Nee? Nee? Ne?
Alter. Ist noch nicht die richtige Kassette drin, lass gut sein. Nee. Schwarzer Pfeffer und Salz haben wir auf jeden Fall. Oh, da genau, ist, das ist auch Kohle? Alles, was wir brauchen. Wir können aktuell nur ein Gericht. Das okay. ist gegrilltes Fleisch. Ja? Oh Gott, ich war letztens vor Gericht, war voll ätzend. So, Freunde. Das bedeutet, wir haben hier unten, wir müssen erstmal Ribeye kaufen gehen. Ach, ne, weil so das, gleich, okay. Ja, und Tomaten und Petersilie. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Lassat, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Ich möchte den Dönerspieß haben. Hier, bitteschön. Danke. So, es kommt auch zwischendrin tatsächlich das Ordnungsamt und so und guckt immer vor das Gesundheitsamt und guckt, ob man alles richtig macht. Was, Ordnungsamt, was, den Mutterficker. So, man kann... Hey, warum, Paul, ich muss jetzt... Sorry, dass ich die reinbreche, aber ich muss diese Frage stellen. Warum siehst du aus wie Julian Reichelt? Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich aussehe, um ehrlich Digga, wir zu sein. Haben Dönerladen mit Julian Reichelt aufgemacht. Digga... Ich habe einen Dönerladen mit zwei, naja, aufgemacht. Ich kann mich nicht mal selber sehen. Nee. Also auf Tab kommt ihr rein ja. in alle Infos sozusagen. Ja, ja. Man muss immer auf der Speisekarte das Rezept nehmen, was ja. man haben möchte und es rüberziehen. Ah, und wir wollen das hier rein. Wir haben nur eins, ja, genau. Okay. Wir pinnen das auch an. Man kann... Genau, wenn du das anpinnst, hä? Dann siehst du das Rezept links. Ja, ja, sehe ich. Da steht dann auch, was du brauchst, was man machen muss. Alter. Nee, die Scrollgeschwindigkeit ist nur langsam, wenn du noch im Tab-Menü bist. Wenn also, du aus, wo, wenn, ah, ja, wo pinne ich denn das an? Da, wo du das Pin-Ding, wenn du auf Speisekarte gehst, ja? Ja. Dann ist rechts neben dem Gericht so ein kleine Pinnnadel. Und ist gelb. Genau, und dann. Ach, das! Und dann drückst du G okay. wie ja, G, ja, G, ja, G ja, ne? Und dann, ist ja, geil. Was ist denn das hier eigentlich, Paul? Da wird das Gericht dann präsentiert. Jedes gekochte Gericht. Was ist heißt präsentiert? Vier Portionen. Das heißt, hier wählen die Leute aus, was sie haben wollen, oder? Genau. Okay. Aber das ist ja, die Leute im Chat können ja dann. können ja dann abstimmen, was sie haben wollen, ne? Ja, das finden wir jetzt heraus, weil ich weiß ja nicht, ob bei dir die Verbindung funktioniert hat. Ja, ob du alle, checken wir. Alle Namen und so richtig eingegeben hast. Weil wegen das. So. Wo ist Flo hin? Flo ist raus. Flo? Was tust du da hinten? Ich sehe das von hier. Versuch mich hier reinzubuggen. Nee, das geht nicht. Hi. Was denkst du? Warum wusst du mich an? Von der Tür. Warum wutzt sie mich an? Ist sie ein Hund? Ja, weil du im Weg stehst. Hör auf mich anzubellen. Okay, also. Was ist der Plan hinten, jetzt? Hier ja. ist der Fleischladen. Ah ja, Butchershop, ja. Engin Butchershop. Genau. Der war aber auch gerade noch woanders, du. Hi, Mr. Butchershop. Wir brauchen... Ja, gerade noch Oberschenkel aus dem Park geholt. Ribeye brauchen wir, ne? Ja, kauf mal drei. Drei Ribeye, gekauft. Und dann musst du hier links... Nee, hast du noch nicht gekauft. Hier links. Jetzt hast du gekauft. Hab ich. Jetzt musst du den Karton mitnehmen. Tschüss, drei Ribeye. In unser Restaurant. Digga, ich hab einen Hammer. Ja, ich weiß, aber kannst du Sachen reparieren und so. So, jetzt wo... Kühlschrank, oder was? Wir packen erstmal auf mal Counter. Mit deinem Kopf her. Packen erstmal hier auf Kopf. Was? Okay. Genau. So. Und mit F kannst du es aus der Box nehmen. Und dann kann ich es hier jetzt hinlegen. Und dann kannst du es im... Nee, ist okay. So, dann brauchen wir gegenüber, haben wir den Greengrocer. Ja, okay, da kriege ich das gute Zeug, ja? Bei Korkmaz. Hier holen wir dann ein paar Tomaten. Korkmaz sieht aus, als ob der mir andere Sachen verkauft. Was hast du gekauft? Tomaten? Tomaten. Für auf den Spieß obendrauf, oder was? Das ist ja noch kein Spieß. Das kommt daneben. Ach so. Was verkaufen wir denn jetzt erstmal? Einfach nur... Gegrilltes Fleisch. Gegrillte mehr haben wir Fleisch. Nicht. Steht doch da. Gegrilltes Fleisch, ja, tatsächlich. So. Korkmaz, Tomate. Mehr können wir noch nicht.
Kleiner Tipp, Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank. Das ist kontraproduktiv für den Geschmack. Sei nicht realistisch, sei Kebab-Simulator. Okay, der Kebab-Simulator will, dass ich Tomaten in den Kühlschrank packe. Brauchen wir Teller? Die haben wir. Nein, brauchen wir nicht. Also Teller einzeln kaufen ist sowieso ein Riesenfehler, weil eigentlich könnten wir problemlos in den Gebäudeshop gehen. Du hast das Licht ausgemacht. Geht. Kannst du das Licht wieder anmachen? Okay. So, wir kaufen noch das hier. Geister! Hey, warte mal, Flo. Hm? Warte mal, Paul. Paul, du kennst den Trick. Licht ist an, guck Flo an. Licht ist an. Schnell, versteck dich. Oh, dauert viel zu lange. Er ist einfach näher gekommen. Okay, jetzt bläst er mir. So, die Einzeltische sind schon absoluter Schwachsinn hier. Braucht kein Mensch. Ja, die sollen im Stehen essen. Viel mehr Platz. Ja, die sollen einfach im Stehen essen, oder? Nee, im Stehen essen die Leute nicht. Hä, Döner isst man im Stehen? Was los? Ist doch Döner nicht im Stehen? Bin ich ein Barbar oder was? Wir müssen erstmal highly investen hier. Oh, was ist los? Oha! Doppelplätze gleich gekauft hier. Oh mein Gott, Paul rastet aus. Guck dir das an! Oh mein Gott! Er gibt unser ganzes Geld aus. Können wir erstmal eine Toilette bauen oder so? Nein, Toilette ist nur Deko. Die benutzt niemand. Die braucht man nicht. Die bringt kein Geld, Freunde. Okay, dann versuchen wir jemanden hier drin einzusperren, auf jeden Fall. Ja, okay. Die Sache ist, jetzt muss man das Gericht, was man machen kann, hier präsentieren. Das heißt, ja, wir bereiten's einer einmal zu. Von euch nimmt sich jetzt ein Ribeye. Habe ich. Packt das hier auf das Schneidebrett. Das muss auf dem Schneidebrett liegen. Jawohl, nehmen wir ein Messer. Nimmt sich ein Messer. Und schneidet das Ding? Und schneidet das Ding. Gedrückt halten, alles klar? Gedrückt halten. So, ich habe zwei Scheiben. Messer wieder zurück. Ich muss das doch erst sauber machen. Nein, Messer macht sich automatisch sauber. Ist dreckig, es muss weg. So. So, jetzt einmal Kohle nehmen bitte, rechts. Ja. Hier reinschütten? Und komplett reinschütten, gedrückt halten, nicht pausieren. Okay, habe ich. Oh, Kohle ist leer. Ja, jetzt einmal Anzünder nehmen. Ja. Das kleine daneben. Warte, ja, habe ich. Und reinschütten ganz. Digga, wie viel Anzünder macht der denn rein? Alles. Okay, grillt. Und anzünden. Sehr okay. Gut. Okay, ich habe den Grill angemacht. Flo, du musst gleich braten. Wo ist denn, da fehlt eine Scheibe Fleisch. Nee, ich habe eine Scheibe wieder weggestellt, ja. Ah. So, soll ich jetzt braten? Ja, brate. Einfach drauflegen. Er brät. Und wenn es wenn es bei der Hälfte ist, musst du es flippen, also mit R wenden. Naja. Digga, ey, du grillst auf Mordor. Oder Grilltomate. Ja, Grilltomate gehört ja auch dazu. Okay, du musst flippen. Ja, geil. Sweetes Muster. Guckt euch das an, Freunde. Völlig unrealistisch. Wir haben kein. Okay, ich habe Petersilie vergessen. Ich kaufe schnell Petersilie. Oh, wenn man drüber hovert, sieht man, wie lange es noch dauert. Ja. Sweet. Okay, das ist fertig. Das kannst du runternehmen und, glaube ich, auf den Teller packen. Und auf den Teller, den ich da hingelegt habe. Digga, perfekt. Die Tomate braucht länger als das Fleisch. Nee, die Tomate kam später drauf, ne? So, jetzt ist die fertig. Die aufs Schneidebrett und schneiden. Digga, nimmt einfach die heiße Tomate. Weg. Oh, Petersilie! Ja, Grilltomaten, nice. Sweet. Drauf, ja, warte. Jetzt kommt hier noch zwei. Nee, warte. Die müssen wir erst hacken. Nee, die muss man nicht hacken. Die kann man einzeln abreißen. Und dann, okay, das mache ich, Olli. Zweimal Petersilie. Nimm mal den ganzen Teller. Ja, hab ich. Und dann tu den da rein. Jetzt haben wir Beef. Oh, Alter, halt den mal gerade, Mann. Oh, what the heck? Das ist ja geil. Wenn du R gedrückt hältst und ihn drehst. Oh Gott, das ist trippy. Wie krieg ich den jetzt wieder gerade? Tu ihn einfach da rein. Ja, okay. Beginn, was ist hier, servieren. Liegt so, da jetzt schräg drin, wir, oder? Nee, doch nicht, okay. Nee. Ja, okay. Jetzt haben wir unser Essen und jetzt können wir theoretisch aufmachen. Warte! Okay. Warum nur 1,6 Sterne, ja? Und es sieht so aus, als ob die Twitch-Connection nicht geklappt hat, weil es steht kein Menü oben. Das heißt, die Leute können nicht bestellen. Wait!
Warum? Was will er? Was will er? Er nimmt sich das einfach. Digga, du hast doch nicht bezahlt. Was? Ey, hast du bezahlt oder warst du Hure? Die bezahlen am Ende. Okay, warte. Was sind wir? Wie checke ich das nochmal mit der Connection? Warte mal, ich muss das mal... Einstellungen, muss ich ganz kurz nochmal checken. Salz und Pfeffer vergessen, Klassiker, ist richtig. Muss ganz kurz aus der Perspektive raus. Sorry, Freunde, ich check das nochmal. Twitch? Hä, er hat das wieder rausgenommen? What the heck? Du hast das Spiel neu gestartet, ne? Da muss man das neu machen? Ja. What? Oh, ist das dumm. Das ist ja maximal dumm. Okay, Freunde, ist gleich da die Verbindung? Zack. Wann kann ich würzen? Vorher eigentlich. Ja. Aber kannst du bestimmt auch nachher machen. Okay, es sollte jetzt connected sein. So, und dann ist es so, dass wenn sie die Finger haben, dann haben sie fertig gegessen. Dann kann man sie abkassieren. Und dann müssen die Teller in die Spüle und dann muss man die auch noch selber einzeln abspülen. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel eine Aufgabe für dich, Olli. Sehr gut. Jetzt hat Flo schon das nächste Menü gemacht, was schön ist. Du hast die Tomate nicht geschnitten. Aber wir sind noch gar nicht leer. Okay, Chef. Ja, aber gleich. Leute, müsst ihr schneller essen. Esst schneller. Ja, da kommt... Was ist dein scheiß Problem? Wir brauchen noch zwei Kunden. Ey, Ed Sheeran, nimm jetzt hier scheiße Tellerwatt, diese. Okay, sehr gut. Da, du mit dem fetten Kinn. Holst dir und jetzt ist leer, jetzt kannst du direkt das neue reinmachen. Und wir haben schon Level up. Zutaten 80% war's. Was fehlt denn? Ach so, dreimal Salz und dreimal Pfeffer, ne? Ja, genau, Alter. Will er sterben an Arterienversalzung oder was, der Ruhe? Okay. Verbindung fehlt? Okay, es geht immer noch nicht. Achso, okay. Okay, ich check gleich nochmal wegen der Verbindung. Ihr müsst neu starten. Oh no, okay, wir müssen für die Verbindung müssen wir immer neu starten, aber ja, das aber geht. Ist ja nicht schlimm. Machen wir den ersten Tag fertig und dann machen wir die Verbindung. Der ist auch gleich rum. Jo, ey, guck mal, ich hab hier gegrillt. Geil, ne? Viel zu viel. Das wird kalt, bevor nee, da sind sie irgendwie doch schon. Das serviert werden kann. Schneide ich das ja, Fleisch? Absolute Lebensmittelverschwendung! Warum? Das A, kannst du auch kalt essen und B, Leute fressen so langsam was, diese... Welchen Teller muss ich denn nehmen? Nicht den. Welchen dann? Du siehst oben bei deinem Menü, dass du den... Ich habe kein Menü. ...in Anführungszeichen eckigen nimmst. Ah, hallo, danke. Verstehe. Schön, dass du da bist. 31 Monate vor allen Dingen schon. Wup, wup. Okay, Rippeistück hinzufügen. Da. Ich hoffe, es hat Ihnen sehr gut geschmeckt. Dankeschön. Grillen, Geld. Teller wieder hinzufügen. Kein Trinkgeld. Naja, kann ich verstehen. Wo kommen die Teller hin? Da in die Telleraufbewahrungsdinger. Hallo? War lecker? Schön, freut mich sehr. Dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Jo, nimm, gönn dir. Wir brauchen mehr Petersilie! Was ist denn? Ja, dann nimm dir halt Petersilie. Wo ist Salz, Pfeffer, muss da rauf oder was? Ja, dreimal. Die Leute hängen nicht an ihrem Leben. Aufs Fleisch oder was? Ja, eigentlich vorm Grillen, aber ist okay. Ihr macht das schon. Okay, ich hab mich noch einmal dran probiert. Er will hier, oder? Hier, komm, nimm. Du kannst ihm das nicht so geben. Ist er heiß. Nimmt das von hier. Jetzt kannst du servieren. Hm. Ey, na du, ich hab eine Frage. Du musst heute nicht bezahlen, wenn du mit mir einmal kommst in unseren Schlachteraum. Ist nicht so gut geworden. Ey, warum kommst du nicht mit mir mit? Ja, finde ich eh hässlich, dumme Kuh. So. Tag ist vorbei. Ja, wir werden mal ganz kurz neu starten für die... wir haben jetzt einmal gesehen, wie es geht. Jetzt können wir auch an die Community aufmachen. Wir müssen genau, erst abwaschen. Genau, dann wird es auch ein bisschen anstrengender als das hier. Chef Paul, wir haben noch Fleisch und Tomate gegrillt. Was machen wir damit? Wir sind ruiniert. Ja, habe ich dir ja gesagt. Hey, du, komm hier rein. Wenn ich drehe, ist wieder warm. Komm rein. Warum will denn keiner rein? Ey, du Hässlicher, komm rein. Weil der Tag vorbei ist. Zu jetzt. Was für ein Huren. Wir machen wieder auf. Kein Hunger mehr oder was? Wir machen auf. Was will Ordnungsamt machen? Wir sind zu dritt, ja? Olli? Ja. Du hast jetzt die Aufgabe hinten, das zu entfernen, was du da noch neu gemacht hast. Vollkommen grundlos. Was heißt hinten zu... Hier. Ach, hier. In den Müll?
4x entfernen. Was? Aber wenn ich das selber essen will? Das geht nicht. Und den Teller kannst du jetzt spülen gehen. Wow, okay, das ist ja super traurig. Ja. Es hat uns auch einfach $216 gekostet. Es tut mir leid, ja, Chef. $216, Oliver, so kommen wir nie aus der Matrix raus. Es tut mir leid, Chef. Komm ich morgen wieder? Ja, ich hab leider niemand anderen. Also, ja. So, auf jetzt. Okay, aber einmal Spiel neu starten, oder? Für Verbindung. Ja, aber dann ist, wenn wir jetzt ins Bett gehen, ist gespeichert, dann kannst du halt neu starten. Alles klar. Was ist denn mit dir? Komm, ich will verstecken. Wo bin ich? Wo bin ich? Wait. Nicht im Gebüsch? Mich findet er auch niemals. Ich bin zu gut versteckt. Ihr werdet mich nie finden. Du kannst nicht als Suchender plötzlich sagen, find mich. Habe ich im Klamottenschrank geschlafen? Nee, hab dich. Okay, wir schlafen alle in einem Bett. Ja. Okay, Kochmütze 2, geil. Und ja. Überspringen oder was? Jetzt auf Überspringen. Ah ja, wir haben Geld verdient. Wir haben Geld ausgegeben. Oh sehr Gott. Viel. Oh mein Gott. What? Oh mein Gott. Und jetzt neuer Tag. Und dann starten wir mal neu. Und dann ist gespeichert. Okay, und dann jetzt einmal beenden zum Hauptmenü. Wir müssen dringend über unsere Wohnungssituation reden. Hä, jetzt muss ich das wieder ein. Das ist ja total bescheuert. Hast du schon gemacht zum Hauptmenü? Ja. Wir sind immer noch hier drin, ne? Crazy. Ja. Ich geh auch zum Hauptmenü dann. Ich auch. Dann ist das bescheuert? Hä, nee, boy. Jetzt ist er drin. Connect. Achso, ich kann auf Disconnect. Jetzt hat er sich gemerkt. Okay. Olli Szene? Ja, Sekunde, Leute. Alles gut. Das ist ja. Da sieht man ja nichts. Was? Dankeschön. Danke. Okay, Raum erstellen. Fortsetzen. Servername Dönerkuppel. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Okay, ich lade euch ein. Ihr seid eingeladen. Sie sind bereit. Freunde, seid ihr bereit? Wir gehen rein. So bereit. Alright. Guten Morgen. Rezept freigeschaltet. Oh je. Eine Speisekarte erstellen. Oh, wir haben einen Hund. Wir hatten einen Hund. Oh Gott, ist ja traurig. Okay. Yo, Rana. Sag mal ganz kurz, welche Folge würde mich sehr interessieren. Wer ist er? Warum hat er den Drip? Master? Was haben wir denn da? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, stimmt's? Ich habe diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst ein Kind sein. Hoffentlich bist du nicht wieder eine Enttäuschung. Hehe. Ich hoffe, du verstehst, wie heikel diese Branche ist, Junge. Dies ist der kulinarische Dschungel. Plötzlich wird er französisch. Das war schon eine Drohung, oder? Nur die Stärksten überleben. Mal sehen, ob dein kleines Unternehmen der Hitze standhalten kann. Digga, der droht uns. Holen Sie sich erst die Zustimmung der Gourmetbehörde. Dann bin ich vielleicht bereit, Sie zu konfrontieren. Wenn ich gute Laune habe. Haha. Viel Glück, Neuling, wenn das möglich ist. Warte. Was für ein Messer. Huso. Mein Tablet hat komische Sachen. Wer sind diese Menschen? Wer ist Juan? Wer ist Juan? Ich stech dich ab. Ja, stech ihn ab. Stech ihn ab. Du Huren. Nur weil er denkt, er ist Franzose, ist er ein besserer Mensch, oder was? So, den habe ich gegeben. Also die sind, da sieht man jetzt Gourmet.
Wenn man die, du siehst, wenn du 12 mal gegrilltes Fleisch gemacht hast, 8 mal Hähnchenbrust, 4 mal Tomatensuppe, dann kannst du Juan einladen. Und wenn Juan das Essen, was du ihm machst, gut findet, dann kriegst du eine Plakette von Juan, die kannst du dir aufhängen und dann kannst du den nächsten einladen und so weiter und so fort. Chef, ich schwöre, auf jeder Party, auf der ich bin, sind auch Juan. Ich bin mir nicht sicher, ob ich möchte, dass ein Juan hier arbeitet. Nee, der arbeitet hier nicht. Und man schaltet auch verschiedene Sachen damit frei. Okay. Ja? Übrigens, du könntest jetzt auch bei Gebäudeshop. Ja. Und dann Schild, könntest du draußen einen Namen dran schreiben. Oh ja, aber Digga, sowas von. Was wollen wir denn für ein Schild machen? Naja. So ein LED-Leuchtesign ist schon geil, ne? Muss mal gucken. Oder? Sag mal nicht. Ja, guck mal hier, so ein Kebab-Ding. Kann man das... Oha, ich kann das sogar... Oh, ich kann das gestalten. Oh. Drehspieß in meiner Hose. Kann ich das größer machen? Was ist das? Was ist das? Ah, ich kann machen größer. Ja, Kebab muss groß. So. Wir können noch nicht mal Kebab. So, okay. Sign Letter? Was? Text. Dö. Ich kann keine Umlaute bei Döner. Das sieht ja scheiße aus. Dönerkuppel. Zwei. Du kannst halt ewig schreiben, gehen, ne? Das rein, trotzdem einer wird, kommt raus. Das hängt halt ein bisschen über. Gibt's Comic Sans? Ja, Mann. Nee, oder ey, oh. Ey, seht ihr das draußen, wenn ich das einstelle? Gerade? Weiß nicht, ob man das schon sieht. Nee, muss erst bestätigen. Okay, warte. Welche Farbe, Jungs? Welche Farbe? Pink. Pink? War doch immer. Pink gibt's nicht, leider. Lila kann ich anbieten. Ja, dann lila halt. Also. Ist gut? Ist gut? Ja. Ist gut? Jetzt Hähnchenbrust. Soll guck jetzt mal, Hähnchenbrust das Schild geht bis hier. Du. Was? Soll ich jetzt Hähnchenbrust freischalten oder noch nicht? Das, ja, doch, das kannst du machen. Flo, kannst du bitte unser Schild bewundern? Ist Julian Reichelt gewachsen? Nee. Ich finde das schon angemessen auch. Ist ja auch einer Traus. Oh, Mann, okay, das müssen wir ein bisschen fixen. Sorry, Jungs. Tut mir leid. Das hast du nicht gut gemacht. Wo war das Schild? Das Schild. Okay, warte, wir müssen machen anders. Ist ein bisschen zu viel. Oh, kann ich das alte löschen? Kann man das alte löschen? Paul? Ach so, du musst nicht auf neu klicken, sondern auf den Text da drauf klicken. Wie, was? Also nicht neu Text machen. Ja. Sondern auf den Text klicken, den du, also schon in dem Menü. Ah, ja, I see. Und dann kann ich, jetzt kann ich ihn ändern. Okay. Ich verstehe. Ah, das ist tatsächlich ganz, ganz cool gemacht hier. Mhm. Ich gehe schon mal einkaufen für die Sachen, ne? Okay. Coole Nummer. Das ist sehr gut. Ihr macht das, Jungs. Ich gestalte ganz kurz unser Schild hier. Neu. So, und da wollen wir Dönerkuppel. Da muss aber eine andere Farbe. Das ist so. Man braucht eine gute Font, die auch ein Öl kann. Also, so zusammen passt gut. So, und jetzt machen wir die ein bisschen kleiner. Ich habe Angst, was hast du gekauft, Flo? Drehen die? Ich habe nichts gekauft. Ach so, Olli hat wieder das Schild draußen noch Sachen gekauft, okay. Ich arbeite. Sehr gut. Wenigstens einer. Warum überschreibt er dann die Font? Oh, das ist ja wieder verbuggte Scheiße hier. Das ist ja nervig. Kann ich das noch kleiner machen? Nee, noch kleiner geht nicht. Oh Gott, ist das verbuggte Scheiße.
Sorry. Jetzt klicke ich das an und dann ist das wieder anders. Oh, ist das verbuggt. So. Sorry, wir haben es gleich, Jungs, wir haben es gleich. Lass doch so. Naja, ist gleich fertig. Es ist verbuggt, ich kann es nicht mehr anklicken. Ich kann es. Man kann es drehen, okay. Okay, nee, ich möchte nicht dich, ich möchte den anderen Text bitte anwählen. Ich kann den Text nicht mehr anklicken. Ist jetzt so. Bleibt so. Ich hätte gerne den Untertitel noch ein bisschen höher gehabt, aber. Ist dann wohl so. Why? Okay, egal. Komm, fuck it. Okay, Jungs. Schild steht. Okay, wir brauchen. Oh Gott, dieses Radio, Alter. Wir brauchen wahrscheinlich für einen reibungslosen Betriebsablauf, brauchen wir auf jeden Fall, müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Zwei kochen, einer serviert oder und also ich mach, soll ich kellnern? Ich kellner, du grillst? Bist du Grillmeister? Ich meine, du hast Brille auf, da spritzt Fett weniger an Augen, ist gut. Ich hab mein linkes Auge ist furchtbar hässlich. Zeig mir. Kannst du... Ich kann nicht einfach linke Auge zeigen. Warte, ich guck. Ist ausgelaufen, warte, richtig eklig. Bleib so. Große Döner zeigt Auge. Bleib so, vertrau mir. Kein Auge. Vertrau mir. Bruder, vertrau mir. Mit mieses Zeitei, du Huren. Bruder, vertrau mir. Komm, vertrau mir, Bruder. Komm her. Nee, geh Chef, weg. Bruder. Machst du rechte Auge auch auslaufen oder Bruder, was? Bruder, komm, ich will nur gucken. Messerkampf. Ich will nur gucken. Ey, ich will nur gucken. Ey, geh weg, Alter. Sag zwei und du gehst mir richtig auf die Eier. Ich will nur gucken, bitte. Leute. Ja, okay. Kurz ein bisschen zusammenreißen. Ja, Chef. Ja, Chef. Okay. Kannst du das Messer bitte in den Messerblock tun? Dankeschön. Also ich finde das Chef, gut. Ich habe Angst vor dem. Ja, der hier macht die Küche. Ja. Der mit der Brille. Ich bin nicht gewillt, mir euren Namen zu merken. Der hier macht den Grill an. Es gibt zwei Menüs, die wir kochen. Ja? Ja. Ja. Wir kochen heute, gibt es gegrilltes Fleisch und es gibt Hähnchenbrust. Ja, das sind die Sachen. Gegrilltes Fleisch, Chef, falls ihr es vergessen heißt habt. Heißt das, wir grillen die Hähnchenbrust nicht? Doch. Weil du sagst, gegrilltes Fleisch und Hähnchenbrust. Weil wir das so auf die Karte geschrieben haben. So ist es halt. Chef, jetzt. Ist das also, nicht verwirrend für die Kunden? Merk, halt's Maul. Die Kunden nehmen eh. Ja? Okay. Du da. Ja. Der mit dem Schnauzer. Du kümmerst dich darum, dass hier sauber ist. Dass, wenn die Kunden fertig sind mit Essen, ihr Teller genommen wird, abgespült wird und so Chef, weiter. Chef, hier ist dreckig. Ich komme aber nicht hier rein. Du hast den Tisch zu nah an den Mülleimer gemacht. Ich komme da nicht. Ich komme da ran. Ich nicht. Ach komm. Aber ich muss da sauber. Können wir das wirklich ein bisschen beiseite stellen? Weil ich komme da wirklich nicht ran. Ich komme ja am Mülleimer nicht vorbei. Hä? Aber warum komme ich denn von hier da ran? Ich kann das doch gerade. Ich habe das alles weggeschmissen und sauber gemacht. Okay. Vielleicht. Okay, dann gucke ich gleich nochmal. Okay, du machst schon mal gegrilltes Fleisch. Sehr gut. Hast du das vorher gewürzt? Oder jetzt ja. Machst du es. Okay, sehr gut. Drehen. Perfekt, das läuft. Die Tomate kann schon mal geschnitten werden. Großartig. Was ist hier mit Petersilien? Wo ist der Teller hin? Olli! Was ist der für ein Hurensohn? Okay. Wir beobachten ihn dabei. Macht er gut, so, oder? Sehr gut. Deine Aufgabe, Schnauzermann, zu servieren. Servier das. So, Hähnchenbrust funktioniert wie folgt. Ja, ich weiß. Moment. Okay, du weißt. Ist das jetzt, ist das hier eine Fangfrage gerade vom Spiel? Dass ich jetzt auswählen muss, ob das Hähnchenbrust oder gegrilltes Fleisch ist? Oh, das ist... Oh, 100%! Stark! Hat er gut gegrillt. Das Hähnchenbrust auch dreimal würzen, oder was? Ich glaube. Bruder, ist dir aufgefallen? Scheiße, weiß ich nicht. Oh, jetzt habe ich Chili-Pfeffer drauf gemacht. Ich glaube, das war irgendwann zu viel auf jeden Fall. Bruder, ist dir aufgefallen? Manchmal, er spaced ein bisschen out hier. Guck mal, er starrt einfach auf Wand und sagt nichts mehr. Mann, weil er... Mann... Seit er damals da mit diesem einen großen Kerl im Knast war, ist er einfach nicht mehr derselbe. Er ist so. Nicht mehr derselbe. Aber er hat sich seitdem, hat er... Nee. Aber ey, wir müssen uns an ihn halten. Er macht Kasch. Warte kurz, Hähnchenbrust. Aber darf ich dir mal sagen, das ist das Einzige, was nicht
Cool. Okay. Du musst drehen! Haben wir eine Coin, du musst drehen! Was drehen? Die Hähnchenbrust, die war schon ja. fast. Oh, ist drüber, ist drüber. Ist nicht drüber, Alter. Chef, du bist können drüber, wir noch servieren? Maul, Mann! Hier, ich tu dir den Teller hin. Denk daran, Paprika muss nicht geschnitten werden, Kartoffel muss geschnitten werden. Tu dir mal die Hähnchenbrust drauf, ne, weil die gerade ein bisschen sehr heiß ist. Ja, mit dem Messer mal falsch rumschneidet. Schneidest immer mit dem Griff, das sieht total weird aus. Muss da noch Petersilie drauf? Nein, heiß servieren, heiß servieren. Aber da ist Petersilie drauf, Chef. Man ist nicht egal. Mehr drauf, Dicker. Mehr ist oh, mehr. Nur ein, ist ja denn so? Also 100, denn 100% Hitze, auf. 100% Zutaten, nur 51% backen, ja? Ja, halt dein Maul, mach halt besser. Du Hähnchen Wohl. War ein bisschen trocken, mach besser nicht nochmal. Oliver, du hast es wieder nicht geschafft. Was habe ich nicht geschafft? Doch, da oben steht Menü 1, Menü 2. Leute, könnt ihr jetzt Menü Ach 1, so, Menü 2 wird nur geben? Uns nicht angezeigt. Ja, okay. Ja, ja, Ausrufezeichen Menü 1, wenn ihr Grillteller wollt, Menü 2, wenn ihr Hähnchenbrust wollt. Aber Vorsicht, oh, ist doch ein bisschen trocken. Nur dir werden auch die Namen angezeigt. Du kannst die Leute jetzt begrüßen. Hallo, die Sprechblasen sind über euren Namen. Ich kann sie. Dann steht ihr Fleck und. Ranado ist auf jeden Fall schon ja, mal dabei. Ja, Azra ist dabei. Rebecca Kaylee ist dabei. So, hier. Gegrillte Fleischteller ist leer. Neue gegrillte Fleischteller. Machen. Oh Gott. Machen. Arbeiten. Chef, arbeiten. Chef, Laden ist sehr voll. Chef, Laden ist sehr, sehr voll. Aran, hallo. Olli, hinten rechts. Da bist. Hinten rechts, die mit dem Ausrufezeichen. Die wollen bezahlen. Geh zu ihnen hin. Hol das Geld. Hol die Teller. Mach weiter. Kann ich das kann ich Hähnchen mehrfach? Hähnchen ist auch leer. Hähnchen ist leer. Kann ich das mehrfach Mach machen? Neues Hähnchen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann ich gleich mehrere Teller mitnehmen oder ist immer nur einer? Nein, immer einzeln. Oh mein Gott, ich renne, Chef, ich renne. Ich schwöre. Oh, Chef, okay. Es sind zu viele. Du machst die Teller, ich hol das Geld. Oh, Chef, es sind so viele. Können sie gehen, wenn wir nicht aufpassen? Die gehen. Ich kann immer nur einen nehmen, das ist ja... Oh es Gott, muss Chef. Nicht schön sein, es muss nur laufen. Scheiß auf Deko, wir machen nur noch Fleisch. Oh, Chef. Wir machen nur noch Fleisch. Chef, ich bin so im Stress, Chef. Chef, ist jetzt jeder Tag so? Ja, hier liegt Müll, Olli. Oh Mach Gott. Den Müll weg. Ja, wo, da, oh Gott, wer hat das gemacht? Du Hund. Sei ein bisschen ordentlich, ja? Hab ein bisschen Respekt vor Laden von Chef. Ich helf dir mal beim Abspülen. Ich mach. Du kannst Teller wegräumen. Ja, ist fertig. Räum Teller weg. Oh Gott. Essen. Es sind zu viele, es sind zu viele. Ist ein bisschen verkocht. Ist egal. Kann ich die Teller nicht einfach da liegen lassen? Flo nimmt die von da? Nein, du musst die, also du kannst die auch so benutzen, aber wenn die nicht gespült sind, finden die Leute also das sehr eklig. Gespült ja, aber ich meine halt, wenn ich die hier hinstelle, kann Flo die auch von hier nehmen. So. Flo nimmt die nicht. Oh mein die Gott, Gäste sind das viele. Die. Hey, macht euch eure Füße sauber, ja? So, was wir ist können das alles hier? Nochmal alles wieder leer. Mehr kochen. Ja, willst du mich rollen, Alter? Ja, Hähnchenbrust reicht, danke. Rein. Ist geil, dass ihr... Hä, was ist mit den Kartoffeln, du... Keine Deko, nur Fleisch. Die oh essen Gott. Auch nur Fleisch. Die kommen fürs Fleisch, die Leute. Chef, ich renn! Welcher Idiot hat meine Gewürz durcheinander gebracht? Oh Gott, ich bin... Ihm schmeckt Der gut. Tag ist schon vorbei. Ihm schmeckt gut, ja, guckst du. Ihm schmeckt richtig gut. Machst du gut. Ey, was, Alter. Oh, ist schmutzig. Er hat sich seine Füße wieder nicht sauber gemacht. Mann, was soll denn das? Wasch dir die Botten, Junge. Ich hab auch keinen Teller. Nichts funktioniert, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Oh Gott, sie wollen bezahlen. Okay. Ich für einen Scheißladen. Du hast keine Teller mehr. Wir müssen mehr Teller kaufen. Nein, wir haben Mann, Teller. Er muss sich nur Teller nehmen. Teller gegeben, Mann. Der hatte gar keinen Teller, ne? Der hat Früher wurden Teller gegeben, das ist richtig. Ey, können wir nicht ja. Schild machen mit, sie sollen den Teller selber zurückbringen? Nee, was guck, wie viele denn? Verärgerte Kunden wir haben, Mann! Was? Oh Gott! Oh die Gott. Gehen alle! Oh nein, bitte bleib! Bitte! Lopix, geh bitte nicht! Lopix, bitte! Boah. Bitte, ich lass dich nicht raus, ja? Er geht einfach durch mich durch. Oh. Du brauchst übrigens nicht mehr kochen, der Tag ist vorbei. Aber die stehen hier noch, die wollen noch! Nee, die wollen... Die sind schon sauer. Ja, doch. Nein, ja, die bitte. Sollen sich ficken. Basti Boy, bitte. Ist doch fertig Basti jetzt. Guck Boy. Doch. Och. Warum ist die mal quitt? Boy oder was? Du siehst gar nicht da aus. Draußen. Wie dein Bruder kommt noch jemand. Wer ist er denn? Dein scheiß roten Gesicht. Wer bist du? Okay, wir brauchen noch mal Hähnchen.
Da will noch jemand. Hähnchen? Auch für den letzten Kunden. Nimm gegrillte Fleisch, ist fertig. Ich mach doch nicht 4 Portionen Hähnchen für einen so einen. Mach jetzt Hähnchen, verdammt nochmal! Hey, fick dich. Ja, mach ich halt Hähnchen, Alter. Der soll jetzt warten, der Huren. Und der jetzt geht. Frau Loppig schreibt, ganz schlimmer Service. Wir kriegen schlechte Bewertungen. Die schreiben ja auf Google. Und undankbare Assis sind allesamt. Der will auch Hähnchen. Guck, 2 wollen Hähnchen. Chat, stellt nicht so Fragen, wie ist das derselbe Schwamm zum Boden wischen, mit dem du die Teller wäschst. Ich würde ja sagen, 2x Hähnchen kommt sofort, aber sofort ist Auslegungssache. Wartest du noch ein bisschen? Kollege, du siehst ein bisschen komisch aus. Chef, mach ich gut, ich renne. Nein, machst du überhaupt nicht gut, Alter. Gib mir richtig auf den Sack. War okay, aber war nicht gut. Wirklich. Nimm was nicht, ey, du nicht das Dumme! Ey, Chef, Alter, lass den Arsch da feuern, Mann, diese. Die geht mir richtig auf den Sack. Leg wieder hin! Ey, was, Alter? Ich richte so schön an, du Huren! Das ist perfekt, richtig gut. Ich wollte einfach. Ich bin der Einzige, der sich hier Mühe gibt, Alter. Nur dein scheiß lächerliches Schnauzbart, ey, geh Muschel lecken. Schnauzer! Piss dich. Schnauzer, da ist Dreck. Ich wollte einfach das. Ich wollte einfach 4-mal anfassen, bevor wir servieren. Chef, ich brauch neue Schwamm, ja. Ist auf jetzt, schneller, gib Geld, ja. Danke. Denkst du, wer du bist? Ich guck dir jetzt beim Essen zu, Alter. Lässt sich Zeit Hast wie du so einer. Teller weggenommen, bevor er ja, war? Lässt sich auch ja Zeit wie so einer, weißt du? Soll ich verpissen. Okay. So, komm hier rein, nicht zum Quatschen, einfach essen jetzt. Wer sind wir? So. Fehlen uns Teller? Ein Teller ist geklaut worden, kann das sein? Nein, hier sind doch noch 2. Okay. Ja. Oh, wir waschen zusammen. Also hast du gesehen? Wir haben gleichzeitig gedrückt. Und irgendjemand hat den Teller fallen lassen. So, schön aufgeräumt. Guck, boah, schwöre, was für ein Tag, ist. Ja. Was hier Asche drin, oder was? Ja, Asche ist okay. Das ist wie bei... Nein! Warum nicht? Ich weiß nicht, vorbereitet sein für morgen oder was? Ich weiß nicht, ob das bleibt bis morgen. Klar bleibt es bis nee, morgen. Nee, vergammelt. Nee, ja, nicht genau. Das, sondern... Wir testen das. Programmierung. Willst du schon mal anzünden für morgen? Nein. Nein. Okay, Leute, ja. Also, war okay. Ich mach den Chili-Pfeffer in dein Auge. Chef, wer macht Chili-Pfeffer in mein Auge? Mach was! Ja, aber sag dem, der soll nicht machen! Dem, kannst du mal das. Soll ich machen so? Alter. Digga, ich freue mich so. Ab Level 10 kann ich, glaube ich, normale Leute anstellen. Oh, was machen wir dann? Ihr geht dann. Guck mal, er ist glücklich, immer noch! Der hat bei uns gegessen, er ist immer noch glücklich! Ja, der war gerade am Geldautomat. Zieh den ab! Ey, du! Ey, bleib mal stehen, ja, wir haben nur eine Frage. Bleib mal stehen, bitte. Ey, ja, warte mal mich ganz zu kurz. Ignorieren, Dicker. Warte doch mal warf ganz mich kurz. Mich zu ignorieren, das hat mein letzter Freund auch mit mir gemacht. Das Kollege. Herz gebrochen. Kollege! Dicker, hör mal auf jetzt, bleib mal stehen, Dicker. Ey, warte mal, wir wollen ganz kurz nur reden, ja? Dicker, ey. Bruder, bleib doch mal jetzt stehen. Brauchst du was für ein Zehner? Ey, was ist das für eine Uhr? Kann ich mal gucken? Ist die echt? Kann ich gucken? Ich möchte nur gucken, ja, bitte. Ey, ich mach zwei Teile Zehner, Bruder. Komm, du willst doch heute noch feiern, Dicker. Ich glaube, er will nicht. 4 Teile, 18. Sei vorsichtig, ich glaube, er ist gefährlich. Was? 15 Euro, letztes Angebot, Dicker. Ey, Olli. Ja. Gib mal von dem Scheißzeug, wo der nicht mehr aufwacht morgen. Wer ist er? Er will kaufen. Er will kaufen. Was? Was? Wieso 100? Minus 100? Der hat dich abgezogen. Was passiert? Was passiert? Hat mich der Sadomase Schaffner gerade abgezogen? Dicker, wir hauen den. Gib Geld wieder. Hol Messer. Oh, guck, er hat gegeben. Wir haben 200 bekommen. Was, du verlierst? Was ist denn mit ihm? Ich raff's gar nicht, Alter. Lass mal weggehen. Ich hab Angst vor ihm. Ich glaube, Paul ist im Casino und spielt. Ich glaube, das ist das Ding. Ja, das ist passiert, genau. Aber ich fand's gut. Chef, noch ein Bier zum Schluss? Ey, guck mal, hier steht Bier, so eine verbrannte teuer. Alte. Guck mal, die sieht aus wie die Kohle, die wir benutzen. Was ist mit ihr? Ey, hast du die abgefackelt?
Vor allem, wir waren sehr erfolgreich. Geht so. Glaube ich. Du kannst was ist passiert? Warum drückst du das so schnell, Olli? Ich wollte das sehen. Was? Ich hab nicht. Ich hab noch. Bei mir ist alles. Was ist passiert? Bei mir ist alles blurry. Ja, bei mir auch. Wieso? Ich weiß nicht. Räumen sie auf und schließen sie das Restaurant. Oh, fuck. Was? Aber warum ist denn alles blurry jetzt? Es ist immer noch alles blurry. Ja. Hä? Aber ist doch closed. Ja, aber ich glaube, es ist nicht aufgeräumt. Jetzt aufgeräumt. Ich glaube, es ist wirklich, weil du das hier gemacht hast. Nein, das war bei der Runde davor auch. Echt? Ja. Schwöre. Ah, Einstellung wieder auf und zu machen. Dann ist weg. Aber jetzt flasht hier der ganze Zeit der Mauszeiger. Was ist das? Ja, aber jetzt können wir... Achso, mach mal Escape und den Tag beenden. Ach, das muss ich... Ach, okay. Nee, eigentlich nicht. Aber das ist halt der... Okay. Der Buglöser. Guck mal, wir haben Plus gemacht. Ja, warte. Oh ja, tatsächlich. Wir haben täglich einen 2580. Oh, guck mal. Da ist schon ein bisschen was passiert, ne? Aber nur ein Stern? Wieso nur ein Stern? Vielleicht, weil wir 80% der Kunden nicht bedient haben. Ha. Verstehe. Verstehe. Wir können Tomatensuppe machen. Ist das eigentlich okay, ein Bob Ross? Recht. Ist das ein... Guck mal, ich sehe immer noch das Feuerzeugsymbol. Das hat geklappt mit dem Vorbereiten. Ja, ja, das hat geklappt. Das ist sehr gut. So, das jetzt. Oh, Tomaten. Lass lieber später wieder kommen. Ich glaube, der. Nee. Scheiße, Digga, der Finanzamt lädt. Renn, Junge, renn! Lauf! Schneller! Bruder, versteck dich da! Ich versteck mich hier. Finanzamt ist da, oh Gott. Ich versteck mich im Müll. Ich glaube, alles ist vorbei. Ich glaube. Wir haben ausgespielt. Was ist da hinten? Was macht der? Was passiert da? Warum sind da so viele Menschen? Die stehen schon Schlange. What? Für unseren Laden. Für die Dönerkuppel? Was gut ist. Zwei gehen rein, komm mal. Oh, hallo. Was, Inspektor Gadget? Geh weg. Was? Verpiss dich. Ich bin der Gesundheitsinspektor. Ich hoffe, was? Aus dem schmutzig werden, wenn Kunden Maul kommen halten. Und gehen, also vergessen sie nicht aufzuräumen. Dicker, willst du sagen, ich bin dreckig? Was ist mit ihm? Er ist halt nicht so schlau. Ist noch geschlossen, ja? Ihr wartet! So, ich gucke, ob dreckig ist. Ist sauber, Chef. Alles sauber. Warum haben wir so viele Tomaten? Weil wir jetzt Tomatensuppe auch anbieten. Tomatensuppe? Ja. Haben wir auch Fleisch? Tomatensuppe? Wo ist der Dönerspieß? Ich will Kebab machen. Das kommt noch, das müssen wir erst freischalten. Digga, warum gibst du 500 Euro aus? Weil wir es brauchen. Wofür? Du hast 440 Euro für zwei Butterdosen ausgegeben? Da sind nicht nur zwei Butterdosen. Ja, nee, stimmt, ist auch ein Kochtopf drin. Was ist das für ein Kochtopf? Ist der aus Gold? Ja. Bruder, ich schwöre hier. Nimmst du diese, das? Das raff ich nicht. Diese, das und diese. Oh, ich hab umgeschubst. Das muss wahrscheinlich Kühlschrank, ne? Ich sortiere ein. Yes. Zack. Wer macht denn Ordnung im Kühlschrank? Ist alles durcheinander. Muss Gemüse hier hin? Ey, was habe ich jetzt zwei Tage gekocht mit meinen Ordnung oder was? Und jetzt kommst du an und machst hier einen auf den oder was? Du Rolf, geh mal nach Hause, Mann, du Scheißkartoffel. Kann ich die hinstellen? Warum änderst du die Ordnung vom Koch? Ich probiere nur gerade aus. Weil ich kann hier ich kann die drehen. Ah, nee, es geht nicht. Okay, schade. Was, wie mach ich? Ey, Alter, was? Ist voll schwer, Tomatensuppe, diese. Ich mach Suppe. Du machst Rest. Ich mach Suppe, den kleinen Krokodil. Wie? Ach, du kannst eine Suppe, brauchst du nicht grillen. Okay, das macht voll Sinn. Ihr Laden ist vorbereitet. Nee, ist er nicht. Gewürzglas mit süßem Chili-Pfeffer. Chili-Pulver. Wir haben super wenig Fleisch, so diese. Ja. Soll ich jemand nochmal Fleisch kaufen? Was braucht ihr? Wie viel? Rib-Ei und Hähnchenbrust. Und Kartoffeln. Zwei Rib-Ei, zwei Hähnchenbrust. Fick dir Salz, Pfeffer. Okay, hab ich. Oh mein, es riecht teuer. Ja. Oh, junge Inflation. Okay, was Kartoffeln? Kartoffeln, okay. Wie viel Kartoffeln? Ja,
Ja, weiß ich nicht. Drei. Drei Kartoffeln? Oh, dankeschön. Chef, drei Kartoffeln? Mach halt ja. drei, ja. Tomate, diese. Tomate, Paprika, irgendwas? Tomate brauche ich nicht. Okay, ich kaufe. Tomaten haben wir. Ich hab Paket vergessen, Jalla! Ey, was mit Tomate, Dicker? Tomate hat sich gegen Messer gewehrt und gewonnen. Mach dir zu! So, alles da. Ja! Oh, wer hat angerichtet? Ah, scheiße! Ah, scheiße! Ah, scheiße! Scheiße! Was ist los? Ich hab das zu Hähnchenbrust gestellt, jetzt hat's null. Was, was, was? Ich hab's wieder weggenommen. Nein, jetzt ist weg! Ah! Ja, musst du normal machen. Alles tut weh. Chef, warum? Und nichts war gut. Wait, was passiert jetzt? Casper hat gelogen. Na, guck mal, ich kann für immer sauber machen. Guck mal. Seht ihr das noch? Nee. Der Schwamm tanzt. Dicker, guck mal, mein Stream. Ich bin Harry Potter. Guck mal, brauchst du noch den Teller reinschmeißen. Macht jetzt automatisch sauber, ist kein Problem. Lass einfach so. Ist ja geil. Du kannst übrigens Hähnchen gleichzeitig machen, ne? Mit Fleisch und so, ne? Ja, ich kann Hähnchen gleichzeitig machen. Ich kann aber auch einfach komplett überfordert sein. Hähnchen muss man dreimal drehen, oder? Das Dicker, noch... ich hab die ganze Zeit jetzt nichts gesagt, aber mein Spielspaß bei dem Ding ist ungefähr bei 10%. willst du tauschen? Ich kann auch grillen. Das hat damit nichts zu tun, ich hasse solche Simulator-Games, wirklich. Ich habe so zu tun, diese Stimmung aufrechtzuerhalten, Alter, ich alles daran verabscheue. Ich finde... dann wie arbeiten. Es ist arbeiten. Kann ich einen Kuchen machen? Ich habe eine Rührschüssel Milch und Butter. Ey, Kühlschrank. Scheiße, wieso ist denn das denn nicht von beiden Seiten gebraten, der Dreck? Dein Ribeye verbrennt. Dein Maul. Du verbrennst. Also. Hähnchen ist fertig. Kann ich machen auf jetzt? Oder noch nicht? Nein, wir müssen ja erstmal alles. Du kannst eigentlich ja. sofort, sobald alle drei Menüs stehen, schon neu machen. Wo ist scheiße Petersilie, Mann, Alter? Irgendwer räumt immer ganz scheiße weg. Brauchen wir noch Petersilie? Ey, wo ist... Ja, Paprika ist drauf, aber ist die überhaupt fertig? Ja, Paprika ist nicht mal fertig, Mann! Doch, Paprika war fertig! Paprika war überhaupt nicht fertig! Sieht man doch, ist doch immer noch fertig! Hey, Chef! Ey, aber doch nicht die rote! Ist zweiter Tag, er ist komplett überfordert, ja? Nein, jetzt ist fertig! Nein, war schon fertig! Die war nicht fertig! Bei mir war fertig! Ey, du bist fertig! Ihr hört jetzt auf zu streiten, sonst gibt's Messer im Gesicht, ja? Okay. Wo kommst du mit Messer im Gesicht? Kann ich auch mal jetzt? Komm mal anders im Gesicht. Chef, darf ich drin? Ja, hier der mit der Brille kann man schon mal Freude. Anfangen wieder. Ausrufezeichen, Menü 1, Menü 2, Menü 3. Ihr geht rein, sucht euch was aus, was ihr essen wollt. Hähnchenbrust, der steht da, nimm dir. Hallo, Grillteller ist da, nimm doch einfach. Nicht warten, ja? Ja, geh einfach, ist doch da alles. So, Zauberschwamm immer noch am Machen. Mmh, ja lecker. Ich werde schon mal hier, ich warte hier darauf, dass du fertig bist, ne? Ja, komm. Ist ein bisschen schneller, wir brauchen die Teller. Hey, wir haben keinen Paprika mehr. Die hat nachgesalzen. Hat sie? Die hat nachgesalzen. Ich schwöre, sie hat. Hey, wo ist Kartoffel? Schwamm macht automatisch sauber. Hähnchen als erstes weg. Hähnchen neu. Ja, ist dabei. Ich brauch Teller! Neu. Ich stell dir Teller hin. Oh, es ist so aufregend. Er hat Tomatensuppe schmutzig gemacht. Okay, sollte ich vielleicht... Ich werde erstmal abkassieren und dann die Teller nehmen, oder? Ist wahrscheinlich smarter. Oh Junge, es sind so viele Leute. Fleisch fertig! Oh ja, komm, ihr kriegt alle Geld. Ja. So, ich nehm Fleisch.
Oh, Junge. Ich kann nichts mehr machen bei... Ich habe keinen... Mm. Ich kann noch einen Petersilie dazulegen. Oh, bitte. Gott. Okay, Petersilie ist schön, danke. Es ist so stressig. Alles. Was? Bist du fertig? Nee, es schmeckt. Ich mach einen neuen Huhn noch. Ey, als ob ich nur eine Hand hab. Was bin ich für ein Behinderter? Ja, es ist auch wirklich. Ich kann immer nur einen Teller nehmen. Das ist auch so dämlich. Statt ich einfach alle Teller mitnehmen. Die scheiß Tomate bleibt da nicht drauf liegen. Chef, können wir jemanden einstellen, der das macht? Ich will nur abkassieren. Ich will nicht dreckige Teller tragen. Können wir. Oh, ich hab wieder vergessen, Fleisch zu würzen, Alter. Ich hasse mein fickte Leben, ey. Wir hätten, ey, ganz ehrlich, Paul, wir hätten die Teller, die Tische hätten wir viel näher an hier ranstellen müssen. Da hätte ich viel weniger laufen müssen. Kann ich viel schneller abkassieren und die Teller sauber machen. Richtig. Müssen wir umstellen. Machen, lass ein bisschen Showküche machen, ja? Aber wir müssen eh mehr stellen, also. Ja, wir brauchen neue Teller, du musst mal abwaschen jetzt. Ich bin nur am Abkassieren und Teller tragen. Ich renne wie ein Ochse. Du musst abspülen jetzt. Ich muss vor allem abkassieren, damit die nicht abhauen, ohne zu bezahlen. Wir haben keine Teller mehr. Die hauen nicht ab. Ich brauche Teller, da Fleisch liegt, ist alles weg schon. Fleck sagt, ich liebe Dönerkuppel. Oh Gott, Paul, der Teller hat irgendeinen Bug. Unterm Topf. Tomate. Ich hab Teller aus Versehen unter Topf gestellt, Chef. Warum ist Hähnchen schon wieder weg, Mann? Mal fertig. Ey, du hast keine Ehre. Sie haben keine Teller mehr. Ja, kannst du vielleicht... Ja, oh mein Gott, jetzt hab ich den Topf. Was sauber macht. Warum? Stell den Topf wieder drauf. Nicht auf. Was passiert denn jetzt? Was fand ist jetzt leer? Ich hab gerettet. Was fand denn Alter, für ein magischer Teller? Ich weiß, ich bin halt am Abkassieren und Teller tragen. Wäsch doch einer ab. Ja, ich wasch auch noch ab. Ich koche, ich wasch ab. Ich mach Teller fertig. Fick deine Mutter. Ja, ich weiß ja nicht, was Paul macht, Chef. Ich mach das Gleiche. Paul macht Chef. Für Chefsachen halt. Keine Ahnung. Kenn ich mich nicht aus. Ey, ihr fresst alle wie Kühe, ja? Kommt her, macht Teller dreckig, geht. Ich schwöre, kein Benehmen. Ja, ein bisschen mithelfen vielleicht. Sauer sind sie. Hähnchen alle. Ja, was soll ich machen? Ich mach noch Fleisch. Ich mach jetzt. Wir haben auch keine Hähnchen mehr. Oh, ich mach jetzt Show abräumen. Ich kassiere, schmeiß den Teller und fang ihn wieder auf. Show abräumen. Aber eine Sache muss ich den Leuten jetzt lassen. Die sind sehr viel sauberer als die letzten Gäste. Okay, wir haben genug Teller wieder. Ja, aber keine Gäste. Dreh Fleisch, gleich, keiner kommt mehr. Ich gewürzt hab. Keiner kommt keiner mehr. Keiner kocht mehr. Da nein, kommt, noch kommt. Welche. Nicht kocht. Die kommen noch und essen. Ja, aber nicht so viele wie vorher. Nee. Level ist echt. Ist genau wie in echt, Alter. Ich hasse mein Leben, Mann. Ah, ab morgen haben wir Mitarbeiter fürs Abspülen und geil. Oh ja, bitte. Das wäre ja fantastisch. Ey, wir haben gar keinen Petersilie und so mehr, nicht alles. Pass auf, hier ist nochmal Fleisch jetzt fertig gleich. So, hier, nimm diese Teller, diese. Ich glaube, es kommt keine mehr. Ich glaube, Tag ist vorbei. Ey, Alter, wir sind ausverkauft fast, Mann. Wir haben noch einen scheiß lächerlichen Tomate und einen Kartoffel. Oh, so ein Stress. Ey, war ein guter Tag heute. Chef, ich kann nicht mehr. Kann ich Pause machen? Nicht Pause gemacht. Jetzt. Da ist noch ein Gast. Ist? Ja. Was, Alter? Ich bin den ganzen Tag nur hier in der Küche, Mann. Ich kann gar nicht Telefonnummer klären. Warum hat die ein rohes Stück Fleisch auf dem Teller? Ja, weil sie drauf steht, Digga. Die hat auch gleich mein rohes Stück Fleisch zwischen den Zähnen. Ne, ernsthaft? Die hat ein rohes Stück Fleisch auf dem Teller. Guck. Ja, was weiß ich denn? Hat sie es aus dem Kühlschrank geklaut? Von mir war's nicht? Du bist eine Widerliche. Ist rohes Fleisch. Das ist die ich habe in der Zeitung gelesen, die geht auch auf die Weide und frisst die Kühe, so beißt die mal an. Oh Gott. Ich bin beinahe gestorben, ich habe mich so verschluckt. Hey Flo, bleib einfach hinten bei den Tellern stehen, ich schmeiß die einfach nach hinten. Was willst du? Wehe, einer von euch, die wollen beide Hähnchen. Flo, du musst noch mal ran. Ich kann nicht Hähnchen machen. Ich kauf dir ein Hähnchen. Ich schwöre, Chef, ich habe neue Technik für Abwaschen, das riecht gut. Geht so. Es liegt halt zwischendurch alles auf dem Boden. Hier kurz ein Hähnchen. Mach kurz ein Hähnchen, bitte. Ja. Scheiß auf die Teller, mach Hähnchen. Ja. Alles abgewaschen. Salzen. Oh Gott. Chef, tut mir leid.
So, alles gut, alles gut. Solange sie nicht kaputt gehen. Nein, wir haben kein Feuer mehr. Mm. Oh. Nee, dann. Mm. Ah, okay, du machst das. Die hat auch wieder rohes Fleisch. Es ist. Ich glaube, das ist einfach. Sie hält das Messer falsch rum. Die Säge ist nach oben und sie steckt sich die Gabel in die Augen. Was ist denn mit den Leuten los? Die machen alle noch Salz drauf. Kartoffel dazu machen. Ey, Koch! Die machen alle Salz drauf. Kann man auch. Ja, soll Maul halten jetzt diese. Man kann auch würzen, während das da drauf ist. Okay. Oh, sie geht! Ja, komm, brauchst doch nicht wiederkommen, ja? Wer nicht warten kann, der kriegt doch nichts zu essen. Wenn die jetzt geht, Alter, ich springe. Hier liegt Müll. Was da mit Tomatensuppe? Die will Tomatensuppe. Ja, ist sie, haben wir. Ach, wir haben Tellerverlust, Freunde. Guck nicht nur an die Tomatensuppe, du musst doch essen. Nicht mit den Händen, ist heiß. Ey, ist falscher Teller, Dicker. Falscher Teller. Ich brauche einen anderen Teller, Dicker, für das Hähnchen, Mann. Paul, ist das Buttersuppe? Wenn ich auf den Teller, auf den Suppenteller gucke, da steht als Zutat nur Butter. Ja, ja. Da ist halt viel Butter drin, deswegen ist es lecker. Deswegen kostet die Tomatensuppe auch $110. Oh. Sehr gut, Leute. War ein guter Tag. Also wirklich, heute muss ich sagen, ich mach zu, habt ihr euch bemüht. Ey, ich hab dich. Jetzt haben die hier nichts aufgegessen, oder was, die Huren? Allesamt da. Es fehlen drei Teller. Nee, boah, was? Inshallah trifft die der Blitz beim Kacken heute, oder was? Wo zauberst du die Teller her? Die sind hier aus der Ablage. Okay, es wird Zeit, dass wir den Laden ein bisschen umdekorieren. Das ist ein bisschen schlecht gemanagt. Kann man die Geschirrdinger hier hinstellen? Kommt man beim Kochen besser ran und man kommt nach dem Abspülen besser ran. Wäre voll gut. Hey, es wird kalt, ja? Mach zu. Oh, schieß, was für ein Stress. Aber hat er gut gekocht, oder? Chat, sag mal. Hat er gut gekocht? Chef, ich glaube, irgendwas stimmt mit Koch nicht. Er ist so ruhig geworden. Koch muss da ein Stück beiseite gehen, bitte. Sehr fettig, die Suppe. Vielleicht war noch roh. Wie bei Mama. Bester Koch, schwöre. So, ich habe sie dir da hingestellt jetzt. Zu wenig Liebe. Okay, der eine muss noch. Ja, ich weiß auch nicht, warum der gerade sich wieder zurück. Zu wenig Liebe, Alter. Wer AGB Rosalie heißt, gehört auch zu dem Finanzamtmann, der hier gerade heute Morgen war. So. Sehr gut. Und jetzt müssen wir die Tische näher ran hier. Weniger Laufwege. Aber wir können auch einfach mehr Tische kaufen. Ja, aber dann habe ich ja trotzdem weite Laufwege. Ach so, mehr Tische? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit einem Angestellten. Nee, wir stellen jetzt zwei Leute ein. Okay, können wir uns das leisten? Die abspielen, die kosten nichts. 250 am Tag. Und ihr kostet auch nichts. Also. Warte, Moment, halt, warte, stopp. Wir arbeiten umsonst? Arbeitest du auch umsonst? Digga, ich. Bruder, warum? Digga, wir schlafen alle zusammen in einem Bett. Ich dachte sowieso, das machen nur Amazon Warehouse-Mitarbeiter. Bruder, jetzt, wo ich so nah dich sehe, muss ich sagen, du hast sehr schöne Lippen. Na. Einfach ein bisschen schräger. Ey, wie schief ist denn das? Ja. Ich auch gerade festgestellt. Chef. Oh, sieht das scheiße aus, Digga. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, da hast du die ersten beiden Reihen besser gestellt. Ja, ich merk schon. So. Naja. So. Dann. Hey, Olli. Attacke. Ja, ich verstehe. Du hast den ganzen Tag geackert. Wir haben keine Toilette. Ist okay. Ich verstehe es. Ich muss auch. Warte, ich komme auch. Nein, ich warte mal hier auf meine Ex-Freundin. Also die sind Gericht nur zum... Gericht hat gesagt, darf ich nicht sehen. Ich warte immer hier heimlich. Die sind jetzt nur zum Putzen und zum Geschirr abspülen eingestellt. Wieso? Die sollen... Was ist das für ein siamesisches Zwillingsmonster, Digga? Servieren tun wir dann... Ihre Schulter wächst aus seinem Kopf. Macht Olli. Warte. Weiterhin. Ja? Warte, Schild wird besser. Shit wird besser jetzt, schwöre. Achso, die wohnen jetzt hier in dem gefliesten Raum, ja? Die wohnen jetzt hier in dem gefliesten Raum, aber wenn du das Licht ausmachst... Hey, mach mal Licht an! Mach Licht an! Ach Gott.
Danke, ich muss ganz kurz hier nämlich noch. Das Wer hat da gerade geschrien? Ich weiß nicht. Also ein Mädchen. Ein Angst im Dunkeln oder was? Welche Mädchen oder was, die so? So, jetzt kann Wieso ich. Denn schon wieder minus 100? Das bin ich Oliver gewesen hier. Gekauft hat. I'm sorry. Aber du sollst, nicht, du sollst die nicht füttern. So, Jungs, ey, Schild verbessert, oder? Sag mal nicht, guck mal bitte. Sag mal, beste Schild, ja. Oder? Aber man kann nicht lesen, was da drunter steht. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Das kann man aber nicht lesen. Hä? Wieso nicht? Hä? Kann man vor Gott Bei mir ist da Holz davor. Hä? Really? Ja. Yeah. Bei dir auch, Paul? Wie langsam, er läuft in Zeitlupe. Du hast erst das zwei gehen rein, einer kommt raus an die Wand gehämmert. Dann das Holz davor gehämmert. Nein, das Holz ist immer da. Dann das Dönerkuppel davor gehämmert. Das Holz ist immer da. Ja. Vielleicht ist nächsten Tag besser. Für. Okay, ich muss noch ein bisschen, da, ein bisschen was geht noch. Soll ich noch was runterschreiben? Dönermesser, warte, ich hab ein Dönermesser. So, warte, so, zeig. Der Typ. Aber du, ist auch irreführend einfach. Heißt Dönerkuppel, verkauft gar keinen Döner. Oh. Ich kann das runterschreiben. Döner 12 Euro? Was kostet Döner, Chef? Döner kostet, glaube ich, 200. Oh, warte, ich kann den Hintergrund ändern. Tschüss! Ich will aber so, ist viel besser. Ich will gar keinen Hintergrund. Oh, mit Neon. Oh mein Gott! Jungs, kann ich 500 Euro ausgeben für einen Neon-Schiff? Wir machen das hier. So, ey, ist besser. Ja wie bei uns im Büro. Oh, ich hab Hintergrund geändert jetzt. Ist besser. Ja, jetzt steht da Dönerkuppel, zwei gehen rein, einer kommt raus. Was kostet Döner, Chef? Hättest du nicht schreiben können, zwei gehen ein, Rainer kommt raus? Ich glaube, kostet tatsächlich 200 oder so. Das ist teuer, ne? Aber kein Euro. Er kann kannst du mal Euro. Aufhören, uns komplett in den Ruin zu drehen mit deinem Kackschild? Warum verkauft in der Stadt eigentlich keiner eine Knarre? Okay. Ey, was? Da ist einer in unserem Laden und macht Sachen. Ist das okay? Das bin ich. Ich hab schon die Einkäufe für morgen gemacht. Vor allem, Kühlschrank wieder voll. Nice. Grill wieder da. So kann man, alles so kann man Suppe arbeiten. Da. Ja, warum kann ich jetzt nicht anklicken? Ich will das anklicken. Jo, da. Wir machen jetzt Feierabend. Ja, wir können auch eine Runde Dart spielen. Gibt's hier nicht Glücksspiel oder so? Ne, es gibt Dart. Es gibt kein Glücksspiel. Na toll. Leute, was schreibe ich da noch hin? Das ist so, das muss, als ob der Typ das sagt. Lol, what? Ha! Kann ich das noch kleiner machen? Du wirst einfach vor Olli? Kann das nicht kleiner machen. Hä? Ich will, dass er das sagt hier. Ja, schade, man kann es nicht noch kleiner machen. Du bist nicht dran. Okay, ich bin nicht dran. So ist gut, oder? Lecker, lecker. Triple 20, Alter. Ich lieb's. Boom. Yes. Muss ein bisschen schräg. Schräg ist alles besser. Okay. Mhm. Das Gefühl, Olli verliert sich da gerade in was. Nein, gar nicht. Ich habe auch das Gefühl. Gar nicht. Also, mittlerweile sind wir, glaube ich, pleite. Nee, ist fertig. Hä? Guck dir Schild an, ist das Beste jetzt. Bist du auch der Meinung, dass der Butchershop deutlich zu krass beleuchtet ist für einen Butchershop? Ja, Digga. Ja. Nachts gibt es da Trute an. Digga, ich schwör dir, nachts. Ey, ihr so, werdet euch freuen, sobald wir Schwanzfett freischalten. Was? Ey, da sind Menschen in unserem Laden, das ist voll gruselig. Das sind unsere Mitarbeiter, die leben da jetzt. Können wir den Namen geben eigentlich? Nein. Das ist Magie, ich bin plötzlich hier. Die heißen Waiter und Waiter. Ey, Koch. Ich wollte sagen, ich. Wollen wir uns wieder einen gemeinsamen Nacht in ein Bett legen? Nach einem harten Arbeitstag. Mhm. Ich freue mich sehr auf Bett.
Du kleine YMCA-Schnucki. Noch niemand hat mich so schön angeguckt mit seinen toten Augen wie du. Keine macht mich so schwitzen wie Dünner auf. Keine macht den Drogen. Tomate. So, jetzt mach hier rein jetzt oder was? Au, das war unfassbar laut. Das war sehr laut. Okay, was haben wir gemacht heute? Oha, der Umsatz, aber oh, die Ausgaben. Ja, wegen dir. Aber zwei Sterne, zwei Sterne. Wir haben ein bisschen Plus gemacht. Immerhin. Oh, was für eine schöne Nacht. Ja, ich habe keinen Stern, da wirklich nicht. Ich Aber wir haben gesagt, wir nennen das bei mir nicht mehr Ständer, wir nennen das Abstandshalter. Hey, Paul. Hä? Dreh dich mal langsam um. Ja, lang nicht mehr gespürt hat er. Hände nicht gewaschen. Ich schwöre, nee, wir gehen Hygieneschulung, ja? Guck dir unser Schild an. Ist es nicht fantastisch? Es ist sehr schön. Es ist wirklich sehr schön. Ich finde das lecker, lecker ist schon. Hey! Ey, hör auf mit dir zu reden! Ich dachte, wir sind ein Paar! Nur weil. Was das jetzt? Zwei! Bruder, jetzt bin ich eingeschnappt. Ich mach gerade Date klar für heute Nacht Butchershop. Ich verstehe. Ja, Mäuschen. Was ist denn mit denen? Ihr seid gruselig. Außerdem, hast du einen Mitarbeiter eingestellt, der zwei Köpfe hat, oder sind das zwei Mitarbeiter, die ineinander stehen? Das sind zwei Mitarbeiter. Nee, guck mal, Flo, komm mal her. Paul hat ein siamesisches Mutantenmonster eingestellt. Du kommst mit den Jokes echt deutlich zu spät. Das ist nicht okay. Okay. Olli, deine Aufgabe. Ja. Hä? Wann fangen die denn an zu... Was machen die? Was tun die? Die räumen ab jetzt, oder was? Und kassieren, oder was machen die? Chef. Mhm. Was machen die? Die? Ja. Putzen und spülen. Deine Aufgabe ist weiterhin abkassieren. Ja. Und Teller hier in die Spüle bringen. Alles klar. Können wir auch jemanden einstellen, der die Teller bringt? Ja, wir können denen auch sagen, dass die... Aber dann machst du gar nichts mehr. Ja, wenn einer spült und einer die Teller macht. Oder kann einer Flo beim Kochen helfen? Geht das auch? Ja, das kann einer von uns halt machen. Okay. Das würde ich jetzt machen oder du. Das ist mir egal. Ja, dann kassiere ich ab erstmal. Ich heiz hier aber schon mal einmal an. Ja. So, jetzt habe ich ja gelernt, ich kann das währenddessen machen. Was ist denn dein Problem? Nix. Ey, wir brauchen Petersilie eigentlich, aber ist egal. Ich habe hier Petersilie gekauft, ist rechts okay. Neue. Mach kein Salz da rein. Was, da ist kein Salz drin? Ist wirklich nicht gut. Für einen Sohn, Alter. Da ist kein Salz drin, ja? Ich schwöre. Ja, schwöre, dein Wort ist gar nichts wert, Mann. Ey, inshallah, wenn ich dreckige Lachen weiterhöre. Ey, Mann, was bist du für ein Hund? Was denn? Hör auf mit Salz jetzt, Mann. Was passiert? Warum lacht er denn so dreckig? Alles gut. Schmeckt bestimmt richtig gut. Ey, warum bist du denn so, Alter? Also wirklich. So. Ich schon so Simulatoren-Kacke spielen und dann macht Olli auch noch sowas. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Soll ich Laden aufmachen jetzt? Nee, fehlt noch eins. Nee, halt dein Maul, Alter. Du sollst nach Hause gehen. Was ist denn? Ich hab dein Essen nicht angefasst. Das ist nur Suppe. Ja, aber die Suppe. Die Suppe ist ein Verkaufsschlager. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Suppenküche.
Oh, Teller auch nicht, Alter. Für was ist Olli eigentlich gut? Ich weiß nicht. Ich lade jetzt Juan ein. Juan kommt morgen. Was macht Olli gerade? Olli kauft schon wieder Schilder. Sag mal, hackt's? Mach Laden auf jetzt. Ja. Mach Laden auf jetzt. Laden ist auf. So, hallo, hallo. Vorne, Ausrufezeichen Menü 1, Menü 2, Menü 3, dann könnt ihr hier auch was essen kommen. Mmh. Oh, jetzt die Suppe genommen. Das gucken wir uns mal an. Warum hat denn Daddy dabei? The fuck? Warum nicht? Hä? I don't get it. Was ist schon leer? Das Gericht als Grillteller. Hähnchen ist leer. Hähnchen ist das? Hähnchen kommt gerade. Wie, der Tag ist vorbei. Was? Wann hat der Tag begonnen? Was, der Tag ist vorbei? Hähnchen fertig. Really jetzt? Ich schwöre, es wäre so viel einfacher, wenn ich mehrere Leute gleichzeitig abkassieren könnte. Oha. Aber läuft schon besser hier. Er spült. Er ist gut dabei. Digga, wenn ich durch die Leute laufe, ist ein Crunchfest. Tomatensuppe ist aus. Olli, du musst da ein bisschen drauf achten. Du musst da Bescheid sagen. Fleisch fertig. Ich schwöre, ich bin nur am Rennen abkassieren. Ich sehe gar nichts außer leere Teller Hühnchen und Geld. Hühnchen ist auch schon wieder leer. Hühnchen ist in der Mache. Fleisch tue ich neu drauf. Oh, es ist so stressig, ja. Fleisch ist richtig gut geworden. Ey, Suppe war auch gut, ne? Habt ihr gemerkt, wie die Suppe wegging? Ja. Hat ein bisschen Liebe gefehlt. Hähnchen, Teller stelle ich dir schon mal hin. Suppe ist wieder alle, ich mache neue Suppe. Ich sagte, die Suppe spricht sich jetzt rum. Wait, what? Hähnchen ist in der Mache, ne? Fleisch nur noch zwei wieder. Da. Paul, die stehen doch auf, wenn man die nicht rechtzeitig abkassiert, ne? Nee. Die sind Hähnchen fertig! Sind gerade einfach aufgestanden mit dem Geldsymbol über dem Kopf. Hähnchen dann auch aus, letzte vier Portionen. Soll ich Hähnchen kaufen gehen? Nee. Alles gut. Boah, hier warten einige Leute sehr lange. Ja, alles ist aber da. Fleisch ist nur noch eine Portion da. Fleisch Hähnchen in der Mache. Hähnchen ist leer schon wieder. Hähnchen ist Verkaufsschlager. Hähnchen ist aus. Okay, geh Hähnchen kaufen, Olli. Ich geh Hähnchen kaufen. Einer muss abkassieren dann. Wie viel Hähnchen? Wie viel? Ich kauf drei. Irgendwas ist mit der Butter. Alles gut mit der Butter. Oh, Hähnchen kommt, Hähnchen kommt. Hähnchen, hier, bitteschön. Hähnchen ist da. Uff. Fleisch ist gleich fertig. Tomate wird geschnitten. Okay. Fleisch fertig. Fleisch, ich nehme. Digga, die Frau macht nichts, die du eingestellt hast. Die steht nur rum. Die soll eigentlich nur putzen. Ich habe sie jetzt auch zum Spülen geschickt. Putzen kann ich ja. Sie steht Teller Fleisch, warum? Weil Fleisch noch eine Portion übrig. Hat keiner gegessen bisher. Also Müll und Putzen kann ich machen. Kein Problem, krieg ich hin. Sie macht beides. Wenn sie nicht putzt, soll sie halt abwaschen. Der Mann Fleisch. Hat nur einen Boxershorts an hier. Ah. Nehmen wir Fleisch jetzt? Nein, Tobi Wan Kenobi geht. Er ist sauer. Ja, war nicht schnell genug. Fleisch, kommst du morgen schön. Wieder? Oh mein Gott. Neues Fleisch. Mm. Sehr gut. Fleisch war gut. Level 25 einfach schon an Tag 6. Ist das gut? Oder?
durch den Twitch-Chat ist gut. Wir haben einen Angel im Laden. Ist nicht gut. Ja. Muss vorsichtig sein. Was ist denn mit dir? Ich mach noch eine zweite Portion Fleisch auf. Kannst du nicht? Kann ich nicht. Fuck. Hast du Hähnchen? Nein. Haben wir Hähnchen neu? Hab ich geholt. Ja, das Paket gekauft. Liegt doch hier auf dem Tisch. Ja, oh, Paket. Was Paket? Ich muss abkassieren, ja. Ohne Geld kein Hähnchen. Ich versuche nochmal Hähnchen. Aber ich habe nur Hähnchen. Ich habe keine Kartoffeln, ich habe gar nichts. Ja, nur Hähnchen geht. Suppe ist gut, oder? Komisch, keiner nimmt mehr Salzstreuer. Ich kaufe jetzt bestes Geschäftsmodell. Oh, was? Hähnchen kommt. Paul, $2000 ausgegeben, was los? Nicht Digga, schlimm. Sie ist sauer. Sie ist richtig sauer beim Essen. Guck, wie die guckt. Die ist richtig wütend, Alter. Hähnchen da. Die ist wirklich süß. Sehr gut. Hier, Michael Jackson will Hähnchen. Warum ist denn kein Schwanz jetzt hier gegrillte Fleisch? Ich glaube, weil Hähnchen einfach leckerer ist. Du musst. Mann. Guck mal, Tomatensuppe und Hähnchen haben 3 Sterne, gegrillte Fleisch hat 1,9. Ich mach kein Hähnchen mehr. Die essen das alle roh, Alter. Reicht. Rohes Hähnchen hier, mit Blatt Petersilie, Alter. Gegrilltes Fleisch. So, der Hähnchenteller. Soll er nehmen endlich da. Ey, du musst dir mal wirklich den Hähnchenteller angucken, wenn die den auf dem Tisch stehen haben. Ist das legit rohes Hähnchen und ein Blatt Petersilie? Das ist. Ist doch gut. Guck mal, hier, sie holt sich nämlich jetzt hier ein Kaugummi für $50. Das war passives Einkommen, haben wir jetzt hier. Passives Einkommen. Hier ist noch einer, Chef. Was hast du denn für 2000 gekauft eigentlich? Den Kaugummiautomaten. Wo und steht ein der? Ein Kaugummi kostet aber $50. Wo, da, hier das Ding? Er zieht noch das einen. Ding. Oh mein Gott. Passives Einkommen. Aber ist das clever, das hier hinzustellen im Eingangsbereich, wo die alles blockieren? Mach doch hier hin. Egal. Oder? Hm, weiß ich nicht. Nee, ich weiß nicht, ob sie da nicht mehr blockieren, weil sie nehmen den ja immer zum Rausgehen. Ah, ich verstehe. Okay, ist vorbei jetzt, oder? Kannst du schließen? Ich glaub, ist vorbei, ja, kannst du machen. Okay. So, und hier musst du dann immer hin. Flo? Was? Nichts, was? Ich hab nichts gemacht, was? Was? sauber. Oh, wir bekommen, Fleisch, Freunde, ich checke kurz auf Handy, wir bekommen Google-Bewertungen rein. Panda Ghost Nom Nom sagt 0,5 Sterne, Suppe war viel zu wenig Salz, AMK. Gar nicht wie Oma sie mal macht. Ja, schade. Ja. Ich ficke seine Oma. Hab ich wirklich, wir waren zusammen. Okay. So, Freunde, morgen ist wichtiger Tag. Was morgen? Morgen kommt Juan. Die Suppe ist noch an, Alter. Wenn die Suppe mal ausmachen? Ja. Muss die Kühlschrank? Suppe kann immer an. Muss Suppe die in den Kühlschrank. Hä? Ja. Denk mal an unsere Gaskosten, Alter. Was ist das denn? Wie er den Topf hält. Also, Freunde, morgen kommt Juan. Team. Warte. Das war ein guter. Hast du es jetzt ausgekippt? Was ist denn mit ihr? Das ist ein bisschen Blair Witch Project-mäßig. Das ist ihre Aufgabe. Uns fehlt ein Teller. Du bist Mitarbeiter. Ich war auf Teller. Wer braucht Teller? Ich brauch Teller. Warum fehlt ein Teller? Mann, weil hier einmal essen. Nee. Was mach ich jetzt damit? Was denn? Hier, Flo hat. Du hast sie noch in der Hand. Ja. Servier. Hier, servieren. Was servieren? Oder abspülen. So. Gut. Alle Teller da. Also nochmal, hört mir zu, Freunde. Morgen. Also erstmal, ihr wart gut. Morgen kommt Juan. Juan wird ein Essen verlangen, was nicht auf der Karte steht. Warum hast du ihn gefeuert? Ich hab aus Versehen gedrückt, es tut mir leid. Ich hab gehofft, das fällt nicht auf. Alter, warum bist du so ein... Okay. Und sie hat eh nur geguckt. Nein, sie hat voll gut gearbeitet. Das stimmt.
Okay. Juan wird. Ich hab den Hintern gesehen. Nichts macht mich mehr glücklich auf Arbeit jetzt. Du sollst meine Hintern angucken! Sie kommt morgen wieder, kein Problem, Flo. Ich hab sie angerufen. Juan will ein Essen, was wir nicht auf der Karte haben. Olli. Ja, bitte. Wenn Juan da ist, sage ich dir, was du kaufen musst. Und dann musst du das zubereiten. Ich? Nein. Musst du das einkaufen gehen? Du musst einkaufen? Oh, ey, inshallah gibt das nicht im Troll, ey. Du musst kochen. Okay, war ein guter Tag. Tschüss. Was war das? Und er ist gerne scharf, das stimmt. Ah. Ah. Selber. Oh, Junge, ey. Ich schwör dir, so. Allergie ballert auch richtig die Tage jetzt. Scheißdreck Natur. Ui. So. Rein hier. Sie haben Schulden zu bezahlen, was? Ja, das stimmt. Wir müssen die Mitarbeiter bezahlen. Okay, jetzt los. Was bezahlen? Hey, warte mal, Paul. Wir bezahlen die Mitarbeiter am Ende des Tages? Mhm. Was ist, wenn wir sie nach der Schicht rausschmeißen und am nächsten Tag wieder einstellen? Ernst gemeine Frage. Hm. Das geht nicht. Okay, schade. Okay, was haben wir gemacht? 6.300, stark. Oh, wir haben richtig, richtig Katsching heute. Nice. 2 Sterne. Okay. Hey, was soll ich machen? So. Kackst du da bei offener Tür? Geht nicht zu, Chef. Geht nicht. Okay, Freunde. Was wollen wir heute servieren? Wir bleiben bei unserem Best Runnern? Ja, schon. Aber ich glaube, da müssen wir einkaufen, ne? Naja, möglicherweise. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben... Okay, wir brauchen... Olli, du gehst in den Fleischladen. Ja. Flo, du bereitest hier schon mal alles vor. Was kaufe ich? Du kaufst Ribeye. Wie viel? 2. Mhm. Und 2 Hähnchenbrust. Noch was? Wir können jetzt Schwanzfett und Hühnerbein kaufen. Nein. Also brauchen wir nicht. Hab ich. Okay. Gibt's kein Börek bei euch? Ja, weiß ich nicht. In den noch Kühlschrank. Nicht. Paprika, Kartoffeln, ein bisschen Tomaten brauchen wir noch. So. Theoretisch müssten wir dann alles haben. Gemüse? Nee, wir haben keine. Ja, ich bin gerade am Ausladen. Die Milch kann draußen bleiben? Ja, die Butter auch übrigens. Ich helfe dir mal schnell. Da fehlt ein Stück Fleisch, möchte ich nur anmerken. Hier oben liegen 3. Ah, okay. Dann fehlt keins. Glaube ich. Da muss man aber echt aufpassen, weil wenn man jetzt das untere nimmt, ja. Oder Olli. Olli! Was denn? Hast du den Kühlschrank auf? Ja, das ist genau das wollte ich auch gerade sagen. Guck mal, wie schön ich eingeräumt habe. Richtig ordentlich. Jetzt will ich ein bisschen wenig Platz hier in der Küche. Für uns. Können wir die vergrößern? Ja. Was ist das eigentlich für ein Drecksraum hier?
Ja, der ist schon, das ist schon die Toilette, aber der ist wirklich nur Deko, weil den benutzt keiner. Weißt du das? Vielleicht benutzt ihn keiner, weil da halt keine Toilette drin ist. Nein, ich weiß auch, dass ihn generell keiner benutzt. Okay, bevor der Tag dann vorbei ist, wollen wir öffnen? Nein, jetzt hat er wirklich gerade erst angefangen. Okay. Das siehst du oben übrigens rechts. Neben dem Tag und dem zwischen Tag und Closed Schild siehst du die Uhrzeit. Die hilft nicht gut weiter. Was soll das heißen? Er steht auf Sonne. Ja, Mann, du siehst doch den Zeiger, der geht dann weiter runter. Ach so, ach, okay, das ist nicht wie eine Uhr, ich verstehe. Nein. Okay, also Tomatensuppe ist serviert. Was machst du? Was brauchst du für Teller? Einmal den eckigen und? Einmal den eckigen. Zweimal den eckigen. Das ist also bitte, das ist der quadratische tiefer Teller. Und das ist quadratischer tiefer Teller. Ja, wir verstehen uns hier schon. Ich mach Petersilie. So geil, wie er mal mit dem Messer Griff schneidet, statt der Messer schneidet. Okay. Der kann auch hin? Ja, konnte er. Okay, ich mach auf euer Kommando. Boah, 199, 100. Es ist alles super. Und ich glaube, du kannst sofort wieder ein Hähnchen machen. Mach auf. Ja. Es ist offen! Kommen Sie rein! Schubidu 555 wartet schon. Hier, wir haben übrigens hier schön für Huren gedeckt. Also wundert euch nicht, warum dieser eine Tisch so gut aussieht. Oha, ist der. Oh, ist das besonderer Gast? Ja. Yeah. Alter, Olli. Ganz ehrlich. What the fuck? Oh, ich werde gleich da sein. Ich hoffe, Sie haben meinen Tisch reserviert. Wir wissen nicht, was der bestellt, ne? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Der ist noch nicht da. Der hat schon wieder sein Teddy dabei. Was soll das? Okay, momentan geht alles gleich gut weg. Hähnchen nur noch eine Portion. Er kommt! Er ist da! Hähnchen leer. Ja, ich hab keinen Teller, Mann! Teller kommt. Liegt. Okay, Juan. Juan, was möchtest du? Jeder kennt mich als Spicy Juan. Okay, bla bla. Was kaufen wir, Paul? Er möchte... Was möchte er? Er möchte das, was nicht auf der Speisekarte steht, nämlich Hühnerbein. Okay, du kaufst Hühnerbein. Okay. Alles andere haben wir. Geh rüber, kauf ein Hühnerbein. Ich bin auf dem Weg. Ich kann aber nicht abkassieren in der Zeit. Ja, nee, kauf zwei Hühnerbeine. Zwei Hühnerbeine. Auch ein bisschen Schwanzfett? Nein, nur Hühnerbeine. Hühnerbeine, komm, ich renne. Ich schwöre, ich bin schnell. Hühnerbeine ist da. Nimmst du aus Paket, soll ich den Kühlschrank machen? Wie willst du? Nee, soll Flo gleich machen. Okay, hier. Ich pack dir die Hühnerbein und Tomaten grillen. Hühnerbeine liegen da. Und auf das Hühnerbein kommt 3 Gramm Salz und 3 Gramm Chili-Pfeffer. Ja. Okay, alles andere ist auch leer. Fleisch hast du schon, ne? Okay. Fleisch ist da. Gut, mach ich. Hühnerbein gedreht. 1, 2, 3. Mach auch gleichzeitig gerne 1, 2, 3. Normales 1, 2, 3. Huhn noch. Oh, es warten sehr viele, ja? Ja, was soll ich tun? Oh, er wartet noch. Juan wartet noch. Hallo, Juan, dein Essen kommt. Ist gleich da. Wie viel Hühnerbein braucht Juan? 2 auf den Teller? Ja. Auf den Teller? Ja. Digga, was ist Juan für einer? Er hat richtig Hunger. So, Tomate kommt. Juan Teller ist ready. Nice, Juan kommt. Jetzt brauchen wir alles andere. Fleisch. Ja, ich bin dabei. Oh, ich schwöre, Kochen muss perfekt sein, ja? Juan isst. Juan sieht zufrieden aus momentan. Oh, Suppe auch schon wieder alle. Ich hol neue Suppe. Oh! Heiß! Spicy Juan Nord! Na gut, ich habe mich ein wenig hinreißen lassen. Aber du scheinst vielversprechend zu sein. Juan ist zufrieden. Okay.
Schaffer Juan raus! Er hat nicht bezahlt! Juan hat uns geprellt! Juan bezahlt nicht. Juan hat uns aber für. Ich hab keine Teller, ich hab keine Teller. Wer ist er? Ist er Influencer oder was? Nein, er hat uns hier Auszeichnungen gegeben. Ja, er ist so ein Influencer-Wichser. Er hat jetzt wieder Foto gemacht, was scheiße aussieht. Und glaubt jetzt, reicht aus oder was? Oh, noch ein Teller. Ich wasch ab, ich wasch ab. Sachen kommen gleich. Die Scheißkartoffel wird nicht durch. Du musst nicht abwaschen. Ja, aber der ist zu langsam hier. Hä, aber wir haben noch genug Teller, er ist nicht zu langsam. Steak fertig. Steak nehme ich. Hühnchen kommt gleich. Oh, ich schwöre, diese Musik, ja, ich schwöre, ich raste aus. Dann mach aus. Kartoffel noch nicht fertig, kommt gleich. Algalia Red war auf jeden Fall zufrieden. Freunde, denkt dann am Ende des Tages eure Bewertung in den Chat, bitte. Sie liebt fertig, die Suppe. Hühnchenteller fertig. Mehr mache ich nicht. Reicht heute. Verpisst euch alle. Ja. Ich glaube, ich auch wirklich alles gut. Digga, Tomatensuppe $176. Ich glaube, geht los. Ey, Felix Zenzer ist hier. Ich glaube, ehrlich gesagt, das sind Cent. Ich glaube, das sind richtig billig. Kann man die Preise höher machen, oder? Nein. Boah. Kannst du eh nicht gestalten. Jetzt stell dir mal vor, dieses Spiel hätte noch so Elemente wie Pizza Syndicate. Das wäre geil. Ey, läuft gut, Freunde, läuft gut. Aber sie wartet auf Tomatensuppe, ist keine da. Ja, ich arbeite dran. Oh, bitte warte noch ein bisschen. Hier ist so eine schwarze Brühe im Topf. Ja, ich mache. Er ist Mitglied bei Fitness Gym. Ist das nicht doppelt? Kaugummis sind alle, wo kriege ich Kaugummis her? Gar nicht mehr, ist passiert halt. Das geht, refresht sich daily. Ah. Ey, Chef, wieso haben wir Angestellte? Die arbeiten nicht. Ich muss alles alleine machen. Stimmt gar nicht, ist alles abgespült hier. Oh, Tomatensuppe gleich vorbei. Yeah. Oh, sie geht, sie ist wütend. Ah, sie hat jetzt hat's. Wer hat denn da schon wieder was reingemacht? Was? Der Olli, Alter. Wieso? Ich kann gar nicht gewesen sein, ja? Ich bin die ganze Zeit am Rennen. Teller, ja, Geld, ja. Geldteller. Oh, ja, nee, ich verstehe. Was denn? Kann sein, dass ich vielleicht doppelt so viel Butter reingemacht habe. Ja, man kann ja, und doppelt so viel Butter macht doch nur doppelt so viel gut. Ja, wollte ich auch ganz sagen. Ja, glaube ich eigentlich auch, aber. Oh, Junge, ist das hier, aber. Ich komme aber war gut. Ich ab. Ich werde nicht genug bezahlt, sag ich dir. Ich schwöre, das ist ein Reptiloid hier. Das ist kein Mensch. Guck dir. Guck in sein Gesicht, er kann kein Mensch sein. Zocker! Gib mir Zocker! Wer hat Zocker? Tschüss. Guter Tag, Freunde, guter Tag. Also, wenn wir 50.000 haben, dann 50. Können wir uns das große Restaurant kaufen. Wie lange sitzt man denn an 50.000? Na, Rocken ja, schreibt, 5 von 5, Butter war gut. Ah, sehr gut. In meiner Buttersuppe war ein bisschen zu viel Tomate drin. Butter ist fett. Ganz gutes Essen, doch irgend so ein merkwürdiger Mexikaner hat wie wild neben mir rumgefuchtelt. Man sollte überlegen, wen man hier reinlässt. Da war ein Kunde mit Sonderbehandlung, war schneller dran als ich. Muss jetzt Video machen, dass ich beleidigt wurde, das Restaurant sozial zu stören. Okay. Ist ja kein Le Petit Trois. Die Zerstörung der Dönerkuppel. Was ist denn jetzt hier? Hier ist noch Essen übrig. Essen Scheiße. War in Ordnung, Personal schreit viel rum. Oropax am Eingang würden helfen. Ja, Essen ist vorbei halt. Ich glaube, Olli steckt sich was vom Bargeld ein. Lieber mal checken. Was? Leider kein Schwanzfett auf der Speisekarte. Fünf von sieben Top-Buttersuppe. Okay, gute Bewertung. Danke, Freunde. Ja, wirklich gut. Classic 5 out of 7. Dank Juan haben wir auch ganz viele neue Sachen freigeschaltet. Was war das? War das im Spiel? Nee, das war Flo. Okay. Mein Cheat-Day für die Buttersuppe vom Dönerkuppel nutzen, immer wieder lohnenswert. Boah, ey.
Ich sehe, Flo ist bereit, dass es morgen ganz neue Gerichte gibt. Das Spiel killt mich nach der Nacht. Hey Jungs. Also, ey, mein Verständnis für Menschen, die sowas freiwillig spielen in ihrer Freizeit. Ja, ich könnte das den ganzen Tag spielen. Tendenz gegen null, die Nachvollziehbarkeit für mich. Hey Jungs, kommt mal her. Kommt mal zu mir. Du musst dir mal überlegen, dass Spiele wie Stardew Valley sind mir schon zu stressig, was sowas angeht. Hey Koch, komm mal her. Ja, was? Psst, hör mal hin. Hörst du? Nee. Die Ruhe. Ich hör nur zirpende Grillen. Oh, schisch, ist mal gute Abwechslung, ja? Oh. Ja, Ahnung. Ich will nicht sagen. Ich hör Frank Miller. Freddy Dredd. Was? Scheiße Licht aus immer, ey. Arschloch, ich hab gesagt, ich mag das nicht. So. Doll. Was? 500. Schmeiß die raus. Worden, oder was? Nicht bezahlen. Schmeiß die raus. Digga, man kann hier einfach irgendwie so einen Schädel kaufen. What the fuck? Was ist das? Digga. Einfach so Knochen. Ja, der wird super. Immer mehr, was man hier kaufen super. Kann. Kannst hier so ein Gaucho-Barbecue machen. Aber wir können trotzdem immer nur drei Gerichte anbieten, oder? Nö, ich glaube, wir können auf die Speisekarte mehr setzen. Okay, damit verdienen wir dann auch mehr, oder? Naja, das ist halt einfach stressiger, aber mehr. Also, wenn es ums Verdienen geht, dann bieten wir nur Suppe an. Mm. Weil die geht schnell, kann man einfach stehen lassen und wird kalt wie warm einfach gegessen. Aber da ist die Marge nicht so gut, oder? Die geht doch, halt doch, nur für 160. Wenn die Leute, gerade wenn du hier die Chat-Aktivität hast, ja, nichts anderes auswählen können außer Suppe. Mhm. Und du kannst Suppe dauerhaft geben, dann hast du ja nie eine Zwischenphase, wo es kein Essen gibt. Weißt du? Heißt, wir machen jetzt mal einen Tag Suppe für richtig Geld. Können wir machen. Checken wir. Lass uns einen Suppentag mal machen. Okay. Dann machen wir hier Schluss. Molly. Das ist laut immer. Oh. Ja, Mann. Alter, mir platzt das Trommelfell. So, was haben wir gemacht heute? 7000 Ausgaben gehen auch. Ja, guck mal, läuft. Wir machen Kasch. Hier unser Kaugummiautomat bezahlt übrigens unsere beiden Mitarbeiter alleine. Das ist ja auch beschissen. Oh, was haben wir da? Neues Rezept? Wir haben neue eine Suppe auch. Können wir zwei Suppen anbieten? Können wir zwei Suppen anbieten. Crazy, aber haben wir genug Platz für zwei Suppen, Chef? Haben wir zwei Töpfe? Holen wir jetzt. Wir bereiten uns jetzt kurz darauf vor. Ihr kauft wieder Topf für 2000, ich schwöre. Ja. Also, was wir brauchen, sind Hähnchenscheiben. Hähnchenscheiben? Also Hähnchenspieße, die schneidet man aus Hähnchenbrust. Ja, also wir brauchen Hähnchenbrust. Ich würde mal sagen 3. Wir brauchen Zitronenscheiben. Flo. Kauf mal 6 Zitronen, Olli, bitte. Voll geil. 6 Zitronen. Okay, ja. Was noch? Tomaten? Kaufen wir ein paar Tomaten, ja. Ein paar? Ja, so 4, 5. Soll ich nochmal Hähnchenbrust kaufen? 2 oder was? Ja, 3 gerne. Ich denke, wir machen eine Suppe. Haben wir noch. Ach so. Ja, dann 2. Kaufe ich sie denn? Zitrone kommt auch im Kühlschrank? Zitrone kommt auch im Kühlschrank. Hier ist der zweite Topf. Ich will weniger, wie. Kann ich wieder ablegen auch? Was? Nicht zu viel? Kann ich ja, rechtsklick. Nee. Doch. Also sagt der 400. Also das Einfache ist, dass man theoretisch, wie ihr seht, also man macht in so einen Topf, hat man ja hier, jetzt hat er zum Beispiel eine Füllmenge, Mischung, wenn ihr drauf guckt, von 1,3...
3 Litern, ne? Hm. In so einen Portionsteller kommen nur 0,2 Liter. Hm. Jetzt müssen wir warten, bis es aber warm ist. Ja, bis wir warte mal, wir machen Hähnchenbrühe aus Chicken Stock? Das ja. Es ist immer ungefähr 1,2 Liter Wasser. Dann kommt ein bisschen, dann kommt einmal hier Hühnerbrühe rein. Wie kann ich denn? Wir verdünnen die Hühnerbrühe. Okay, heute mache ich richtig Geld. Zack. Oh, nee, geh mal nochmal Hähnchen kaufen. Sorry, ich hatte hier einen Fehler. Wie viel? Noch 3. Ich hol, ich bin schon da. Noch 3, okay. Hab ich. Ja. Hab ich. Es kommt, also, kommt. Es liegt nicht auf dem Schneidebrett. Ja, so, diese 8-mal Zitronenscheiben 2. Mhm. So, das ist alles drin. Mhm. Nur noch anmachen. Gib ihm. So. Komisches dann Rezept. Seht ihr, das wird dann einfach durchgekocht. Und man kann sau oft dann nachfüllen. Also hier zum Beispiel okay. Ist jetzt fertig. Dann gib dein Bestes. Olli und ich konzentrieren uns heute komplett auf richtig Kasse machen. Abkassieren und so weiter. Okay. Und ich mach den Rest, alles klar. Okay, Freunde, ihr machen müsst so. Im Chat, ihr müsst jetzt alle zum Essen kommen. Ihr müsst alle Menü 1, 2, 3 gleich machen, wenn der Laden aufmacht. Sobald wir den Teller aufmachen, reinballern. Brauchst du so Schüsseln oder was? Ja, aber das schaffe ich. Alles kein, okay. Kein können wir die Mitarbeiter, auf abräumen und Teller abwaschen? Machen die ja. Nee, aber abräumen tun die nicht. Gerade putzen sie. Warte, Mitarbeiter ist auf, wenn du das möchtest, machen die Waiter und Wash Dishes, ja? Yes. Sehr gut, okay. Weil wir kassieren ab. Ja, und dann müssen wir aber auch putzen. Ja, das kriegen wir hin. Das ist am Tag ein Fleck oder so, das ist easy. Den Suppenteller kann ich nehmen, ja? Jo, und warte, wir haben die Speisekarte noch gar nicht fertig gemacht. Zack, so. Jetzt kannst du. Hitze nicht so gut. Und zu viel Butter. Was ist doch nicht schon wie. Ach so, stimmt, das war ja die Mischung von gestern. Ja. Ja, ist jetzt so. Bei der nächsten wird's besser. Ja, die andere ist perfekt, 3x100. Ja, perfekt. Das heißt, theoretisch könntest du hier jetzt auch. Mach auf. Let's fucking go. Kommt keiner. Nein. Wir sind bereit. Da kommt er. Komm. Nancy, du Besucher. Erst Freunde, alle. Menü 1 oder Menü 2. Rein in den Chat. Alle Mann kaufen. Wir machen uns jetzt richtig reich hier. Guck mal, da kommen schon die Ersten. Nancy, du Besucher ist da. Hallolo. Jeden Tag da. Ja? Stammkunde einfach. Caramellara ist dabei. Will Hühnersuppe. Geil. Rebecca Kaylee, dankeschön. Auch am Start. Geiles Outfit auf jeden Fall. Okay, da wird schon gegessen. Mhm. Flo, ganz kurz. Mhm. Wir sind wie zwei Tiger. Wir lauern auf unsere Beute. Sobald du siehst den Finger, schlägst du zu. Neue Tomatensuppe ist schon fertig. Was für ein serviert. Finger. Alles 100%. Da, Finger. Hier. Und jetzt das ist, ja, anklicken, Geld nehmen, Suppe nehmen, weg. Aber muss ich Geld irgendwo hinbringen? Nee, du nimmst es einfach. Anklicken. Einfach anklicken. Und neue dann Hühnersuppe einsammeln. Ist genau. Fertig. Perfekt. Hühner super, komm, ich nehm. Abkassiert, ja. Hast du schon hingestellt, Hühner? Ja, alles 100%. Sehr gut, Chef. Ich mach Plätze sauber mit, so. Chef mit. Sehr gut. Da ist ein Finger. Sehr gut gesehen. Hier noch mehr Finger. Auch ein Finger. Bin gespannt, was wir heute an Geld verdienen. Ich räume mit ab. Hier ist Tomatensuppe ist fertig, Hühnersuppe ist fertig. Ich habe Tomatensuppe. Wird serviert. Alles 100%. Serviert. Ja, ebenfalls 100%. Sehr gut. Hier ist ein Finger. Ja. Ich kann nicht auf den Finger klicken. Ich komm. Ich hab. Ich räume mal ab mit. Ja, der Sound. Das ist wirklich krass, wenn man da reingeht, ne? Sehr gut. So, ich räume mit ab. Ist neue Suppe? Nein, noch nicht. Doch. Hier, ich kann schon.
Kann ich ja nicht. Fuck, war ich zu schnell. Nee, aber Hühnersuppe ist hier fertig. Ja, stell ich hin. Also man muss sagen, bei der Suppe ist der Durchsatz an Kunden wirklich auch höher, weil die auch schnell fertig sind mit Essen, ne? Ja. Suppe wieder spitzenmäßig, Chef. Sehr gut. Ich kassiere mit ab. Zack. Tomatensuppe, neues fertig. Komme. Wird ja, serviert. Ist noch da, kann gleich. Tomatensuppe kann ich nicht servieren. Wir haben noch Tomatensuppe. Ja, aber gleich ach so, nicht mehr. Ach, Hühnersuppe ist leer, oder was? Oh no. Hühnersuppe hier. Nimm ich. Ist serviert. Ist geil. Brauchen alle nur noch Hühnersuppe. Okay. Mm. Gib mal Trinkgeld was, geizige Hälse alle. Geizige Hälse. Ja. Oh, ich schwöre, ist so anstrengend, ja, dieses Arbeiten. Ey, war gut. War das schon der Tag? Ansturm ist vorbei. Jetzt kommen ja, nur noch vereinzelt welche. Ich will nicht meckern, aber abkassieren und spülen und so ist ja mal übelst die Larry-Arbeit, Junge. Ja. Ja, aber du bist dauerhaft am Rennen. Ja, und? Da muss ich aber nicht denken, Digga. Das ist das Beste, was es gibt auf Welt. Ja, ist wahr. Ich bin nicht gekommen. Ey, Chef, wir haben noch Tomaten- und Hühnersuppe übrig. Ey, ihr müsst noch ja, kommen essen. Ist noch was da. Ja, ihr wollt eins, glaube ich. Ich glaube, kommt jemand. Das war gut. Nochmal gucken, ob alles sauber ist. Ja, sieht gut aus. Wir müssen noch abspülen hier. Aber ich schwöre, ich glaube, umsatztechnisch weiß ich gar nicht so. Oh, da ist noch jemand. Hühnersuppe. Naja, ist ja noch da. Da steht eine Suppe in der Spüle. Ja, ja. Mm. Mm. Komm ein bisschen später. Ich glaube nicht, dass noch jemand kommt für Tomatensuppe, oder? Mm, warte doch, jemand. Da einer kommt noch. Ich sag dir, er kommt rein, er guckt, er will Hühnchen. Er will natürlich Hühnchen. Warte, kann ich auch noch machen, habe ich da. Nicht? Der kriegt nicht kalt. Achso. Aber, ey. Hier gibt's nochmal Hühnchen. Da kommt noch einer, auch Hähnchen. Sehr gut. Ich mach jetzt einfach, ich stell beide nochmal hin. Wer weiß. Hm. Und dann haben wir das, glaube ich, auch erledigt für heute. Kommen noch, Leute. Ja. Haben wir 10 Level gemacht an einem Tag? Ja. Das sind 10. Wo ist denn Maximum, sag mal? Keine Ahnung, aber wir haben auch gut Geld verdient, glaube ich, wirklich. Nein, wir waren bei 19.000. Nee. Nein. Nee, ich dachte. Ich glaube, wir waren bei 9. Fall. Nee. Das auch nicht, aber also wir haben. Nee, aber wir finden es ja gleich heraus. Fall Geld gemacht. Was möchten Sie noch, junge Dame? Nochmal eine Tomatensuppe. Sehr gut. Nimm dir. Hammer. Alles da. Take it. Da kommt noch einer. Digga, die sieht aus wie Chucky, die Mörderpuppe. Guck ihr mal ins Gesicht. Guck mal, wie die läuft, Alter. Ja, nimm dir Tomatensuppe jetzt, Mann. Mach halt. Da kommen aber jetzt noch einige. Na du, Dicker, die sieht auch aus wie Influencer so. Zukan sagt, wir waren bei knapp 16.000. Mm. Ah, okay. Okay, Hühnersuppe ist leer? Ja, reicht jetzt auch so. Ja, machen wir, mach zu vorne. Mm. Was ist mit dir? Einfach Level 46. War ein guter Suppentag. Ja. Suppe ist halt wirklich... Die geben legit Trinkgeld, ne, wenn man schnell abkassiert. Ist das so? Ist das so? 230 kriege ich. 220 habe ich gekriegt. Huh. Oder kostet die 220? 220 kostet Tomate, 230 Hühner. Okay. Nee, ich dachte, die geben 10% Trinkgeld, nee, weil ich schnell war. Jetzt bin ich enttäuscht. Nee. So. Man kann übrigens Fähigkeiten leveln, ne? Ne? Was? Echt? Wait. Ja, da Fähigkeiten. Lul. Achso, muss ich kaufen? Mache ich nicht. Bin ich zu geizig. Ja, habe ich auch noch nie gekauft. Oh, was ist denn das? Schrittweise die Schrittgeschwindigkeit. Aber schneller laufen ist doch geil. Ja, Olli, jetzt einfach wieder bing, 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 bing. Nee, ich glaube, wir brauchen nichts. Hä? Verringert allmählich den Anteil der schmutzigen Teller von Kunden auch voll gut. Wir kriegen Rabatt auf Sachen, die wir kaufen? Hä? Ist doch alles voll gut. Ja, ist vorteilhaft. Ist richtig. Also rabattsüchtig klingt richtig gut. Rabattsüchtig. Komm, wir machen Feierabend. Ich muss übrigens in 28 Minuten los. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Oh, ist ja schon zu. Ja, hä? Wie vergeht die Zeit? Chillen.
Wir können auch, ja. What? Wie die Zeit hier vergeht. Ha, Zeit ging super schnell. Wir können auch sagen, war ein guter Tag jetzt. Holy war shit. War guter Tag. Du kannst doch nicht schlafen! Oh, what? Ich hab außerdem alles übersprungen. Ich kann. Ach, jetzt nein, ich, jetzt ist wieder. Ja, mach Tab einmal und dann mach Menü den Tag beenden. Escape den Tag beenden. Sie haben Schulden zu bezahlen. Nee, Paul, hab ich doch schon. Bezahl die Leute. Hab ich jetzt nochmal bezahlt. Jetzt, okay. Wir haben gemacht 8600, haben ausgegeben 1500. Ja, das würde schon sagen, der erfolgreichste. Aber es war auch entspannter in der Küche, aber wir haben trotzdem genauso viel Geld gemacht, oder? Ja. Essen war okay, nur der Typ mit der Sonnenbrille und den Laucharmen hat mein Rückgeld eingesteckt und hat die Suppe gespuckt. Ja, hab ich. Geil. Mit was? Mit Recht. Mit Recht. Guck mal, jetzt haben wir nämlich zum ersten Mal einen Döner-Teller. Ah, Döner-Teller, jetzt, ja? Geil. Ja. Jetzt machen aber wir Döner. Aber dafür müssen wir so viel kaufen. Ist das so? Ja. Ja, du brauchst eine Dönermaschine. The fuck? Ja. Warum? Hey, ich sperre mich nicht ein zu Hause. Wer bin ich? Deine Frau da war. Da! Zum Mal. Alter. Ich geh schlafen, fick dich. Ja, wollt ihr noch einen Tag oder wollen wir noch ein bisschen du Hund. Und überleiten? Du Hund! Das war schön, das hat riesen Spaß gemacht. Ja. Okay, du. Wir leiten über, oder? Gut, dann machen wir das so. Das Waiter ist nicht mehr über seinem Kopf. Das ist voll gruselig. Guck mal, das Waiter ist nicht über seinem Kopf. Ja, das stimmt. Ich gehe jetzt. Warum gibt's hier nicht so geile Easter Eggs? Was meinst du damit? Naja, so, dass man so in Bereiche vordringen kann, die man nicht so sehen soll. Man kann zum Beispiel nicht hinter die Bar krabbeln und so. Ich war noch gar nicht hier drin. Geil, Alter, was hier alles gibt. Ja, es gibt immer mehr. Was ist das? Eine Alpha-Wand jagt die nächste. Ja. Man kann Baklava machen? Ey, du kannst alles machen. Also, es gibt, Das ist der große Laden hier, ne? Stimmt nicht. Ich kann nicht Leute am ATM abstechen. Ich kann gar nicht alles machen. 320 also Quadratmeter. Okay, wow. Mit Garten. Holy shit. Ja, das ist mega geil. Oha, das ist der richtig gute, ne? Also, es können wir nicht eigentlich unser Restaurant vollautomatisieren mit ganz vielen Angestellten und nur noch für Nachschub sorgen? Nee, leider nicht. Oh, sad. Baklava ist auch eine der krassesten Sachen. Von draußen auch sehr geil. Aber da kommt noch so einiges, was man noch machen kann, ne? Also momentan können wir ein paar Kebabs machen, da kommen noch Fleischbällchen, Hotdog, Kekse, Gelee, Leberspieße, Cupcake, Zitronenspieße, Salami-Grill. Was hast du gekauft? Olli. Hamburger. Olli, was hast du gekauft? Ich hab nichts gekauft. Was hast du schon wieder verschwendet? Ich hab gar nichts gekauft! Hast du ein Dönermesser gekauft? Ja, hab ich vielleicht ein Dönermesser gekauft. Ja, dachte ich mir. Flo, guck das Dönermesser an, Alter. Sieht halt einfach aus wie ein Brotmesser. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Dönermesser. Schon, ne? Finde ich auch. Muss ich auch sagen. Aber ist wichtig. Halt das ist das Erste, was so aussieht, als würdest du wirklich in dir drin stecken. Okay. Okay. Entschuldigen Sie. Huh. Das war lustig. Das war schön. Hat mich Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir das jetzt zusammen erlebt haben. Ihr wart auch wirklich. Flo, okay. Gas anmachen, okay. Licht ausgehen. Wir jagen die Bude hoch jetzt. Versicherungsbetrug und dann kaufen wir den neuen Laden. Ja.
Kann ich noch Feuer anzünden? Ja, wir lassen auch den. Ja, gib mal Kohle drauf. Wir lassen den Kellner auch einfach da drin. Warum geht denn das nicht? Das ist gute Verpackung. Aber wirklich. Vielleicht muss mehr rauf, ja? Ach, ja. Warum wird denn hier warum wird denn hier abgewaschen? Der magische Schwamm aus Hogwarts. Ist bei euch auch? Nee. Ich hab das vorhin auch machen können. Das ist ein geiler. Wenn ein Teller drin ist und wir starten zeitgleich und einer bricht ab, dann geht das. Okay, sehr schön. Muss ich noch irgendwie speichern oder? Nee, wir haben gespeichert sozusagen eben. Okay, alles klar. Dann. Gehen wir hier hin. So, dir, dankeschön für dein geschenktes Abo. So, ganz kurz. Und ja, jeder von uns hat einen eigenen Charakter, aber ihr seht Ollis Sicht auf die Frage. Ja, das war sehr lustig. Jungs, ich würde mal ganz kurz auf Klo gehen, weil wenn ich gleich übernehme, dann habe ich nicht mehr die Gelegenheit. Okay. Alles klar. Weil die Leute dich hassen, wenn du zwischendrin auf Toilette gehst. Kannst, oder was? Ja. Ja, genau so. Nee, verstehe ich. Ist... Olli macht gleich weiter, Leute. Hilda. Ja. Olli zockt Final Fantasy VII Rebirth. Na, so sieht's aus. Freunde, ihr könnt übrigens in der Zeit, wo ihr auf Olli wartet, mal auf shop.drfreud.de gehen und euch ein absolut fantastisches Half-Zip-Fleece könnt euch da wegsnacken. Ist wirklich schön. Ist gut. Ja. Ist lecker. Ja. So, direkt D-Abo. Ja, wenn Olli auf Klo geht, direkt D-Abo sehe ich auch. Ja, verstehe ich auch. Freunde. Apropos D-Abo, ihr müsst mal abonnieren für uns, ja, weil wenn wir 10.000 Subs schaffen, jetzt im März, dann können wir im März nochmal einen 12-Stunden-Stream Gaming machen. Und das würden wir gerne machen. Das ist richtig. Und weil wir das gerne machen wollen, müsst ihr dafür bezahlen. So. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Sorry, habe Suppe vergessen zu bezahlen. Alles klar, danke. Pat, dankeschön. Für 41 Monate. Im Gold steht auch 15 Stunden. Ja, weil wir 12 Stunden noch vor die Primetime-Show hauen. Die Primetime-Show ist 3 Stunden. Ergibt zusammen. 12 plus 3 sind 16. Ja. Wir brauchen die 10k-Abos, damit es vor den Frauen zu rechtfertigen ist. Vielleicht. Vielleicht ist auch das der Fall. Aber guck mal, ich verdiene wirklich Geld damit. So. Boah, Alter. Bin so durch. Erstmal Mittag machen. Und dann mal schauen. Ja. Klingt plausibel, ihr wollt spielen und wir finanzieren das Ganze genauso. Ja, Schnuffeli, genau so sieht's aus. Wenn jetzt auch jemand in den nächsten 9 Sekunden noch ein Abo dalässt, dann wird sogar noch der Hype Train gestartet, ne? Wäre voll krass eigentlich. In den nächsten 5 Sekunden. Und vorbei. Ah, schade. Naja. Ja. Kommende Nacht wird auch nochmal spannend. Selina, ja, warte. Doch, die erste Fuhre ist nämlich produziert. Und ist jetzt auch sowohl zu uns unterwegs, als auch ins Lager und dann zum Versand. Rick Carrier, dankeschön für 2 Monate. Jetzt habt ihr noch 50 Sekunden Zeit, noch jemanden ein Abo dazulassen und dann könnte der Hype-Train gestartet werden. Freunde,
dank Red Carrier gibt es nochmal die neue Version. Versuch getan. Hier, danke, Resen. 27 Monate und der Hype-Train ist da. Freunde, alle, die ihr Prime noch nicht verlängert haben, jetzt machen. Alle, die noch 3,99 übrig haben, jetzt ein Sub da lassen. Und alle, die noch mehr übrig haben, Freunde, einfach Geschenksubs rausballern. Es ist so schön für uns. Monalia, herzlich willkommen, danke für dein Prime. Bitefax, herzlich willkommen, danke für dein Prime. Millie Cute, danke, herzlich willkommen, danke für dein Prime. Und Aurora Maxine, danke für die 2 verschenken. Jena Lupa, danke für die 2 verschenken. Galloway, danke für die 5 verschenken. Curse Monaut, danke für 25 Monate. Freunde, sehr lieb, sehr nett, dankeschön. Mimi Malisma, dankeschön für dein verschenktes Abo. Ha? Freut uns sehr. Wird mit Herzen angenommen. Sehr lieb, sehr nett. Rebecca Illy. Danke für die 2. Wir finden das heraus. 1000 Dank. Der Hype Train läuft. Delirius zockt. Dankeschön für 6 Monate. Kizuke, danke für 50 verschenkte Abos. Mega. 1000 Dank. 50 Dinger? Danke für 8 Monate. Und so dir, danke für Abos, ist insane. Dein weiteres Alter. Verschenktes Abo. Kieske, ey, das ist insane. Erst Hype Train so. Und jetzt Hype Train so. Alter, 50 Subs ist insane. Dankeschön, Alter. Holy fucking shit. Crazy. Danke. 1000 Dank. Miss Demon Queen sagt, danke für den tollen Stream. Du kannst dranbleiben. Olli macht weiter. Olli hat sich vorgenommen, er macht einfach das ganze Wochenende komplett suchten. Ja, spielt schön Final Fantasy mit und richtig. Für und mit und mit euch. Ich habe schon überlegt, ob ich es ein Final Fantasy 7 Sabaton nenne. Ich bleib einfach. Weißt mach du? Doch. Einfach jetzt. Das Wort Sabaton sorgt vielleicht auch dafür, dass goldener Hype Train kommt. Goldener Kappa Train, Digga. Ja, who knows? Wer weiß. Aber keine Ahnung, vielleicht. Weiß nicht, wie man sowas macht. Ich habe sowas noch nie gebaut. Ganz kleiner Tipp in eigener Sache noch. Neuer Drop ist bei mir seit 14 Minuten online. Nice. Wo? Kann man mal vorbeischauen. Auf I Died Rich? Genau. Für alle, die das nicht wissen. Auf Died.rich kann man auch machen. Wie schreibt sich das? Genau so, wie man spricht. DIED.RICH. Ich gehe mal rauf. Ist tatsächlich eine Website. Furby, danke schön für 10 Monate. Oh, die kenne ich. Ihr habt mich erfolgreich vom Lernen abgehalten. Danke euch das dafür. Das gut. Das ist wirklich gut. Das ist gut. Hoffe ich, dass das gut ist. Und jetzt weitermachen. Bei Olli ist richtig Second Screen, Alter. Da war ich auch. Da war ich auch lang zu Gast. Hey, Digga, bei den Shorts in deinem Shop, wer hat denn da Model gestanden? Das sage ich nicht. Das amtliche Schwanzbeule, ja? Dazu habe ich keine Meinung, Oliver. Gut. Aber ich finde es schön, wie blumig du das umschreibst. alles super. Ist auch, ja, schön. Ey, Level 10 Hype Train, Freunde, super geil. Homeoffice direkt erträglich gemacht. Ja, Homeoffice, ey, ich sag's euch. Wie gesagt, also ich würde mich freuen, wenn ihr einfach das ganze Wochenende lang mit dran bleibt, einfach laufen lasst. Ja, ich werde wahrscheinlich da sein. Spontan 48 Stunden Stream. Ich muss ganz kurz den Streamtitel schon mal umstellen. Wenn ihr bei Olli im Stream zuschaut, ist die Chance hoch, dass Olli wahrscheinlich auch da ist. Das war. Wie nenne ich denn das jetzt? Ganze Wochenende live. Oder? Ja, so. Ein ganzes Wochenende live. So. FF7 Final Fantasy, wenn die Sucht kickt. Ist halt echt so, ne? So. Ja, ich muss halt sagen, es ist legit das einzige Spiel, auf das ich mich dieses Jahr gefreut habe, beziehungsweise ich richtig freue.
Boah, alles andere kommt dann immer eher so, wenn man mal irgendwie so Juwelen findet, bei denen man dann doch hängen bleibt, ein paar Spielstunden investiert, ist dann halt immer so zufällig, aber auf dieses Spiel habe ich wirklich lange gewartet. Was ist mit Nightingale und Last Epoch? Also Nightingale, hatte ich ja schon gesagt, ist leider nicht ganz mein Setting. Mag ich nicht so. Weil du keine Ahnung hast. Last Epoch habe ich, hatte ich gar nicht erst, also wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich bei Diablo 4 so scheiße war, dass ich keinen Bock mehr auf Hacken Slayer hatte. Jetzt habe ich mir mal ein paar Sachen dazu angeschaut und dachte mir so, es sieht doch schon ganz nice aus. Ich mag das, das Klassen- und Skillsystem sehr. Finde ich sehr, sehr cool. Hat ein bisschen was Ragnarok Online-mäßiges, finde ich so, mit den ganzen Unterklassen und so. Ich muss erstmal aus dem Dönersprech rauskommen. Und deswegen habe ich, ich muss noch gucken, ob ich da mal reingucke. Aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Belly Motivi, Dankeschön für 100 Bits. Vielen Dank. Auch Sasuli, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Furby auch 10 Monate dabei. Dankeschön. Ja, Jungs, dann, ich bin ja live, also jederzeit, wenn ihr möchtet, wenn ihr sagt, ihr müsst los oder so. Ich bin ja live, verpisst euch. Nee, gar nicht. Ich freue mich für jede Minute, die ihr da seid. Ich wollte nur sagen, ihr müsst jetzt Mittag machen. Ihr müsst doch nichts warten. Ich verschwinde dann in Lurk. Ich fahre meine Frau zum Flughafen und verfrachte sie woanders hin. Das ist auch freiwillig? Weird, nee. Geht sie freiwillig? Ganz viel Spaß, Olli. Dankeschön. Ganz, viel Spaß. Paul, ganz liebe Grüße und bis später. Danke. Bis denn. Ja, Pusti, genauso. Wir nehmen dann die Maschine so woanders hin. Dankeschön für so den Hype Train, Freunde. Vielen Dank. War wirklich sehr, sehr schön. Danke, dass ihr noch so einen Hype Train hinten dran gehangen habt. Und jetzt, ihr wisst ja, Olli würde sich sehr freuen, wenn ihr das übers Wochenende jetzt schafft, die 10.000 Subs zu machen. Ja, ja? Als ob. Olli würde sich sehr freuen. Ich würde mich freuen, ja, tatsächlich. Ich mich übrigens auch, aber primär würde dir auch Olli wirklich einen Gefallen tun. Soll ich einen Sabaton draus machen? Ja, musst du nicht. Das Spiel macht dir Spaß. Ja, eben. Deswegen mache ich es ja auch. Macht mal auch 250.000 Follower voll endlich. Ja, warte mal, wo sind wir denn gerade? Bei Followern. Es fehlen nur noch 556. Ja. 556 ja, Follower. Freut sich auch. Das heißt, wer von euch noch nicht gefollowt hat, ihr habt jetzt die beste Möglichkeit. Ja, genau, so wie Laurico zum Beispiel. Vielen ja, Dank. Sehr schön. Dank. Hier tatsächlich reinfollowen. Vielleicht seid ihr der 250.000. Kann man das checken, wer der 250.000. Nein. Ist? Oh, das ist super sad. Das wäre eine coole Nummer. Ah, danke für die Follows, die jetzt reingehen, Freunde. Dankeschön. Aktivitätsfeed könnte ich mir mal auch hier raufschmeißen. So, ich verabschiede mich auch. War Paul. Wirklich schön. Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Wir sehen uns bald wieder. So ist es. Spätestens am Montag. So ist es. Tschüssing. Tschüss, Paul. Tschüss, Chat. So, ey, Freunde. Jetzt sind wir ganz alleine. Es ist so still. So, ich habe jetzt den Twitch-Aktivitäts-Chat mal aufgemacht. Zack, jetzt sehe ich auch, wer reinfolgt. Vielen Dank. Sehr, sehr schön. Gut. Ich guck mal ganz kurz, ob meine Playsy schon an ist. Zack. Ja, läuft schon. Ich muss nur ganz kurz mal mein Kamerasetup noch schnell ändern. Dann geht's gleich weiter für euch. Zack, zack. Superbe. Jerena, ey. Dankeschön für 10 verschenkte Subs, Mann. Vielen Dank. Wann zum Teufel soll ich einkaufen gehen, ohne etwas zu verpassen? Selina, einfach machen. Ja, du verpasst schon nichts. Ich werde ja jetzt, wenn ich das ganze Wochenende spiele, werde ich auch mal genug Momente haben, wo wir keinen Story-Progress machen oder so. So, wir gehen mal rein. Ich muss jetzt noch das ein oder andere, glaube ich, einstellen, damit wir wie gestern, ich überlege, ob wir wie gestern das Autoducking einstellen. War ja eigentlich eine ganz coole Sache, oder? War gestern jemand dabei? Dann, So. Haben wir das wieder eingestellt. Alright, dann gehe ich ganz kurz hier hin, stelle das Autoducking ein für alle, die das Autoducking nicht kennen sollten. Ihr hört das jetzt wahrscheinlich. Wenn ich rede,
wird der Ton leiser. Und wenn ich nicht rede, wird er wieder lauter. Okay, das müsste passen. Ich muss jetzt nur noch einstellen, dass ihr den Ton generell hört. So, erledigt. Jetzt habt ihr den Ton. Alrighty, okay. Alles klar. Habt ihr alle meinen Pin gesehen? Haha, habt ihr nicht. So, alright, wir gehen mal rein. Final Fantasy. Ich hab legit, seitdem wir spielen... Oh, ich muss meinen Controller aufladen. Muss mal ans Kabel ran. Seitdem wir spielen, habe ich legit noch nicht einmal das Spiel beendet. Das ist immer im Ruhemodus, läuft die ganze Zeit durch. So. B rein. Kabel rein. Controller wird geladen, sehr schön. So, wir waren zuletzt tatsächlich auf der Parade gewesen. Das Wilde war, da vorne seht ihr die drei noch stehen. Tifa, Aerith und Cloud mit dem Shinra-Präsidenten, mit Rufus Shinra. Wir sind jetzt aber in die Rolle von Yuffie geschlüpft. Yuffie? Was sagt ihr? Yuffie oder Yuffie? Yuffie, wa? Sollen ja das Attentat auf Rufus verüben. Was mich sehr wundert, weil das im Original nicht so war. Also das ist schon wieder so ein Ding, was anders läuft, als es im Original lief. Das ist für mich tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mit Yuffie spiele. Aber gefällt mir jetzt schon, weil die ist schon so die ganze Zeit schon so ninja-mäßig unterwegs. Finde ich ganz cool. So, spring mal rüber da. Warte mal. So, zack, rum. Zack. Okay. Scheiße. Hast du gesehen, wo die Ninja-Göre hin ist? Keine Panik. Wir finden sie. Gab es das Parade-Minigame? Ey. Es war insane. Wirklich, das war so cool gemacht. Richtig wie so ein kleines Rhythmusspiel. Und ich musste Soldaten suchen für meine Parade und dann konnte ich mir aussuchen, wie schwer das sein soll und so. Und dann war das eine echt abgefahrene Sache. Also das war wirklich sehr, sehr geil. Wer das verpasst hat, gibt's dann im VOD. Kommt ihr auch auf den Live-Kanal. War wirklich insane lustig gewesen. Da, ich sehe sie. Hey, sie wird doch nicht etwa...